Willkommen zur Grille Late Night Show, direkt aus dem Homeoffice in Dietzenbach. Und hier ist Ihr Gastgeber. Hallo Internet da draußen. Es ist wieder Dienstag, 22 Uhr. Und hier ist der liebe Grille mit der bereits vierten Ausgabe von seiner Late Night Show. Warum rede ich eigentlich im dritten Dings? Über mich selber, wie heißt das? Frank, hilf mir, flüster mir es ins Ohr. Dritte Person, genau. Ihr seht, ich habe wieder einen Assistenten im Hintergrund, den zeigen wir auch nachher. Ja, hallo erstmal. Wie immer, am Anfang ist der Grille hier ein bisschen aufgeregt und ein bisschen hibbelig, das ist ganz normal. Aber ich glaube, nachdem die letzte Sendung doch ganz flott eigentlich lief, werde ich so langsam warm mit dieser Geschichte hier, so eine Art Internet, Late Night, TV, Abendshow zu machen. Ja, aber Wusa, ne? Herz pocht und so, ihr wisst Bescheid. Fangen wir aber erstmal ein bisschen mit ein paar eigenen Sachen an, was hier so bei mir gerade so aktuell war. Ich hatte nämlich am Samstag hatte ich nämlich noch eine neue Sendung hier präsentiert. Und zwar war das ein Grille Late Night Talk. Das hier ist die Late Night Show und am Samstag hatte ich einen Late Night Talk gemacht. Und zwar mit dem Klaus Bossert von Clubs am Main. Und wir haben darüber gesprochen, wie denn die ganze Sache hier jetzt weitergeht mit dieser ganzen Corona-Krise und wie sich denn die Clubszene und Veranstaltungsszene wieder voranbringen wird nach der ganzen Geschichte. Wir haben das in ungefähr anderthalb Stunden, nicht ganz, ich glaube es sind eine Stunde, 20 Minuten, haben wir darüber diskutiert. Der Klaus hat ja durch seine Arbeit bei Clubs am Main und auch durch seine gute Vernetztheit zur Clubkommission oder wie heißen die anderen, Livecom, ja, das sind ja auch so Verbände, die sich mit Veranstaltern und so zusammengetan haben. Ja, der konnte da vieles Interessantes erzählen und wenn ihr da Interesse habt, euch schlau zu machen und ein bisschen einen Einblick zu bekommen, was eventuell das Szenario sein könnte, ja, wie es aus der Krise dann weitergeht und wann wir endlich wieder, sagen wir mal, in den Clubs loslegen können, ja, dann schaut da mal rein, ist sehr interessant geworden, ist bei mir auf meinem YouTube-Kanal zu finden, dort habe ich das Ganze nochmal hochgeladen und ich sag's mal so, es glaube, wird ein bisschen dauern, bis wir wieder loslegen können, aber das zeichnet sich ja jetzt auch ab mit dem, was in den Medien momentan auch so geschrieben wird. Und wer mehr wissen will, schaut da mal rein, ist ganz interessant geworden. Dann wieder hier unser Aufruf, den wir mit unserem Label machen, denn bei uns ist immer noch aktuell, dass wir eine Aftermath, eine Frankfurt Aftermath Compilation herausbringen möchten. Das wollen wir, wenn wir genug Tracks von euch bekommen, die uns gefallen und die wir dann da als Compilation veröffentlichen können. Und zwar jetzt, wer jetzt Tracks in dieser Corona-Krise macht und sagt, hey, ich habe hier was gebastelt und ich schicke das mal den Jungs. Da unten steht die Adresse. Ihr findet uns auch auf Facebook hier, Tofa Records. Und wir sind gespannt, was ihr bastelt, weil ich weiß von vielen, die ich kenne, die sind natürlich, die nutzen jetzt die Zeit zu Hause und sind am Produzieren. Und wenn ihr da Bock habt, dass wir hier am Ende dieser Krise eine geile Compilation raushauen, damit wir wieder mit den Tracks in den Clubs Gas geben können, dann macht da mit, schickt uns was zu. Wir sind gespannt. So viel erstmal zu ein bisschen Eigenwerbung und so. Ne, das muss ja auch ein bisschen immer sein. Und dann habe ich mir heute wieder buntes Potpourri ausgesucht an ja so Videos, Memes und ein paar auch ernste Themen vielleicht, die ich jetzt erstmal mit euch durchgehen werde. Und dann in der zweiten Hälfte der Sendung, so rum, haben wir dann unseren Gast zu Gast. Mein Gott, ich mache hier wieder rhetorische Höchstleistung. Ja, Frank Witter ist heute bei uns in der Sendung, da freue ich mich besonders drauf. Denn den Frank, den kenne ich auch schon seit zig Jahren und Frank wohnt mittlerweile in den Niederlanden und da bin ich mal gespannt, was er von dort so zu berichten hat. Ja, so viel dazu. Letzte Sendung hatte ich ein wenig euch darüber aufgeklärt,
über gewisse Verschwörungstheorien, die momentan rumgeistern. Da war ja einmal diese 5G-Verschwörung, wo es hieß, dass irgendwie 5G, die Sendemasten dazu benutzt werden, um den Coronavirus zu verbreiten und dass dann in England Leute den auch angezündet hatten. Mittlerweile wurde das auch in China gemacht und ich hatte heute eine Nachricht gesehen, dass wohl auch in den Niederlanden ein Turm drunter leiden musste unter dieser Verschwörungstheorie. Dann hatte ich darüber berichtet, was es denn damit auf sich hatte, was der liebe Xavier Naido in seinem eigenen Video angesprochen hatte, als er so Tränen überströmt keinen ganzen Satz rausbekommen hatte. Da ging es um diese Adrenochrom-Geschichte. Und da habe ich zumindest wohl den einen oder anderen getriggert, denn einige haben gesagt, cool, dass du das mal ansprichst und mal auf den Punkt bringst. Auf der anderen Seite kommen aber auch von der anderen Seite Leute, die mich dann anschreiben und das verteidigen, weil sie daran glauben. Okay, nehme ich jetzt einfach mal so hin, aber ich sag mal so, das ist keine lustige Sache, diese ganzen Verschwörungsgeschichten, denn mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich habe heute in meiner Timeline so viel Müll gesehen, dass ich richtig aggressiv geworden bin und habe mich dann entfernen müssen von meinem Rechner, um dann mal irgendwie was zu zocken oder so. Ich glaube, dass wenn Corona vorbei ist, der neue schlimme Virus einfach diese Scheiße sein wird. Verschwörungstheorien, Fake News, Falschdarstellung und so weiter und so fort. Und ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht so eine Talksendung zu dem Thema mal mache. Ich muss mir nur überlegen, wen ich da eventuell in die Sendung reinhole, damit das auch ein bisschen Gehalt hat, das Ganze. Ja, das nochmal so zur letzten Sendung. Jetzt habe ich erstmal etwas Schönes. Und zwar, was ist schön, aber ich finde es cool, nämlich der gute Samuel L. Jackson. Der hat sich, mal gucken, dass ich hier das Richtige mache. So. Der Samuel L. Jackson hat nämlich auch sich zum Thema Stay at Home mit einem kleinen Video auf YouTube verewigt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Stay the fuck at home. The Rona is spreading. This shit is no joke. It's no time to work or roam. The way you can fight it is simple, my friends. Just stay the fuck at home. Now, technically, I'm not a doctor, but motherfuckers listen when I read a poem. So here I am, Sam fucking Jackson, imploring you, keep your ass at home. If you want things to get back to normal, don't panic. Just use your dome. Wash your hands, stop touching your face, and stay the fuck at home. Motherfucker, it's no time to gamble. Look around, you're not at a casino. Just stay the fuck home as if your name was Trenton Quarantino. Sure, you can still see your friends. Use the motherfucking app on your phone. But unless you just ran out of groceries, please stay the fuck at home. Thank you for doing your part to flatten the curve. Because that shit is steep. And now that you're home, please feel free to go the fuck to sleep. Be it. Oh, großartig. Ich mag ihn total und ich find's geil, dass immer mehr Künstler auch sich engagieren und uns mit solchen Beiträgen zumindest ein bisschen das Leben versüßen. Denn aktuell ist es ja so, ja, wir haben das ja alle ganz gut im Griff mit dem Zuhause, bleiben die meisten von uns zumindest, aber es gibt so ein paar andere Dinge, die gerade irgendwie negativ aufstoßen und eines ist etwas, was auch ich hier in meiner Gegend gesehen habe, das Foto, was ich euch jetzt zeige, das ist jetzt nicht von hier, das habe ich nicht gemacht, das ist aus dem Netz, aber so ähnlich sieht's hier bei mir nämlich auch aus. Und da frage ich euch, was ist mit den Leuten da draußen kaputt? Auf der einen Seite ziehen sie diese Handschuhe an, um sich zu schützen und schaffen es dann noch nicht mal, diesen Scheiß in den Papierkorb, in den Mülleimer zu schmeißen. Also bei mir hier sind überall, alle paar Meter sind Mülleimer und diese Kacke, die liegt drumrum oder sie liegt sonst irgendwo und dann auch wie hier beim Einkauf, bei den Einkaufswagen,
Leute, geht's euch noch gut oder was? Schmeißt die Dinger dahin, wo sie hingehören, in den Müll, Gottverdammt nochmal. Ah, ich verstehe die Welt nicht, ey. Ich verstehe die Welt nicht, das kann ich euch sagen. Ja, da muss ich jetzt mal ganz kurz, regt mich halt auch sowas, ja. Es gibt ein Video, ich weiß, das hat jemand gemacht oder ist von einer Agentur, auf jeden Fall, das greift nochmal mega geil dieses State of Distance auf. Denn was mir auch aufgefallen ist, ja, die meisten beachten das mit dem Distance, aber gibt auch einige da draußen, die das irgendwie überhaupt nicht hinkriegen. Ne, wir waren letzte Woche im Lidl, Distance, nee, gibt's da nicht. Aber dieses Grundprinzip, warum wir das ja tun sollten, das finde ich, ist in diesem Video mega geil veranschaulicht worden. Also, gucken wir mal rein. Ja, ich denke, besser kann man es nicht veranschaulichen, ne? Denn muss man nicht viel zu sagen. Ansonsten ist man vielleicht doch ein bisschen beschränkt, um es zu verstehen, aber ich denke, ihr habt es alle verstanden, was dieses Video uns sagen wollte. Ja, was habe ich denn noch gefunden? Ach ja, genau. Der liebe Elektrodisco, der ist inspiriert worden von einem Video zu einem Gottesdienst in Amerika von einem, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich schalte mal hier direkt rum. Ich guck da mal kurz rein. Ich habe das auch schon mal gesehen. Es ist sehr verstörend. Es ist eine Predigt und die predigen Corona weg. Es wird Corona weggepredigt. In the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office. In the office of the prophet of God, I execute judgment on you, COVID-19. Oh, I execute judgment on you, Satan, you destroyer, you killer, you get out, you break your power, you get off this nation. I demand judgment on you. I demand a vaccination to come immediately. Yes. Okay. Okay, warte mal, ich mach jetzt mal hier den Ton weg. Oh, das tut weh. Also, der Kollege, der predigt uns Corona komplett weg. Und der gute Elektrodisco hat sich gedacht, ich verarbeite das mal musikalisch. Und dazu gehen wir jetzt mal erstmal hier umschalten, einmal. Dann machen wir hier praktisch eine kleine Live-Premiere. Und dann gehen wir jetzt wieder da. So. Da ist nämlich dieser Track. Und der hört sich so an. Up.
mal ein bisschen leiser hier. Ah, geiles Ding geworden. Wirklich sau cool. Schöne Asset-Line. Geht schön vorwärts. Ich habe euch schon mal den Link in die Comments reingepostet. Ihr könnt euch dann das Ding da auch runterladen. Ja, und lasst dem Guten mal irgendwie ein Herzchen da oder so. Ich finde es richtig cool. Witzige Sache, dass er das genommen hat und daraus mal so einen schönen nach vorne Schieb-Track gemacht hat. Ja, nice. So. Ach, ja, gönnt euch. Wie gesagt, der Link in den Kommentaren. So, dann habe ich, ich muss hier mal meine Unterlagen aufmachen, damit ich das alles hier sehe. Es gibt noch einen weiteren Clip, den ich zum Thema Corona gefunden habe. Und ich sag mal so, den sollte man vielleicht nicht ganz wörtlich nehmen. Aber seht selber. Hey, you two. Are you about to hug? You think that's the cute thing to do, don't you? Well, it's not. Hugs are usually a good thing, but right now they're dangerous. But do you know what you can do instead of hugs? Drugs! Drugs, not hugs. That's right. The next time you're tempted to step outside of your home and hug someone, you can fight that urge by staying inside and doing drugs. Try some marijuana, LSD, mushrooms, ketamine. Anything to make you feel like you couldn't hug someone if you tried. Don't touch things with your hands, just stare at them. You can't touch your face if you don't have one. We especially recommend drugs that make you want to contemplate the depths of your being in pristine isolation. Under your covers, staring paranoiacally out the window, in the fetal position in the bath. No matter what you do, don't touch each other. Just touch the delicate lattice of your own neural network. Drugs, not hugs. Warning, side effects of drugs may include actually wanting to hug people more than usual. Don't do drugs unless you already feel psychologically secure. Ah, herrlich. Ja, so kann man natürlich an das Thema auch rangehen. Ich finde es halt schön, dass sie auch diese ganzen negativen Sachen aufgegriffen haben. Ah, herrlich. Weil wir es gerade hatten, dass ja die Menschen teilweise so scheiße sind, ja, und dann ihr ganzes Zeug da wegschmeißen. Mit gutem Beispiel geht die Tierwelt voran. Ich zeige euch mal hier. Da. Abstand halten, ja. So gehört sich das, ja. Da können sich so manche, die bei mir in den Lidl einkaufen gehen, können sich daran mal ein Beispiel nehmen. An diesen Katzen, die wissen nämlich genau, wie es funktioniert, ja. Überhaupt Tiere. Wir hatten ja das letzte Mal diesen Kollegen von dem Müllfahrer, der diesen Waschbären als Kollegen hatte, der die Müllpresse nicht mehr loslassen wollte. Es gibt noch andere Tiere, die uns momentan unterstützen. Zum Beispiel habe ich hier den Mitarbeiter des Monats beim Straßenbau. Das ist aber nicht richtig so. Guck mal her. mein Assistent sagte gerade, er schafft jetzt gerade mehr als jeder Stadtbeamte. Oh, herrlich. Oh, seht euch das an. Das ist so vorbildlich. So vorbildlich. Ja, und so mancher Honk da draußen kriegt noch nicht mal das Nötigste hin. Ja. Herrlich. Wir hatten das Thema Klopapier lange nicht mehr. Wir hatten ja vor ein paar Wochen den großen Hamstereinkauf, was Klopapier angeht. Und viele haben sich wahrscheinlich gefragt, was hat es denn damit auf sich? Warum kaufen Leute denn so viel Klopapier? Ich meine, die fressen ja jetzt bestimmt auch nicht mehr als vorher und müssen mehr scheißen. Also, aber die Antwort darauf war in einer Folge Supernatural. Achtung! Du kommst wirklich aus 2009? Ich fürchte ja. Ich gebe dir einen Tipp. Solltest du hier zurückkommen, horte Toilettenpapier. Hast du verstanden? Horte es. So, als wäre es aus Gold gemacht. Es ist wertvoll. Danke, Chuck. Oh, du wirst es mir danken. Denk an meine Worte. Wir sehen uns. Ja. Okay.
Jetzt wissen wir es. Supernatural ist dran schuld. Ja, wahrscheinlich haben die alle Supernatural geguckt und haben sich darauf besonnen, dass es diesen Ratschlag gab. Und schon haben wir das Problem gehabt, dass Toilettenpapier zum Hamstern missbraucht worden ist. Und wie man sieht, gibt es mittlerweile auch Firmen, die irgendwie einen besonderen Humor haben und nennen ihr Toilettenpapier einfach Corona. Toll, super. Kann das einer lesen? Ist das Spanisch da auf den... ich mach's mal größer. Kann man es lesen? Da steht drauf, Bella Morbida e Resistente. Das ist Spanisch, oder? Und es sieht auch nicht aus, als ob es mit Photoshop gemacht wäre. Das sieht ziemlich echt aus. Italienisch, okay. Ich krieg gerade ins Ohr geflüstert, dass es wohl Italienisch ist. Okay, dann haben die Italiener dann ihren Humor doch nicht verloren. Das finde ich schon mal ziemlich cool. So, was habe ich noch zum Thema Toilettenpapier? Ich habe hier noch eine Sache gefunden. Oh nein, nein, ich habe noch eine Sache. Also ich zeige euch erstmal hier, wenn ihr richtig Langeweile habt oder ihr seid in Quarantäne und ihr dürft wirklich nichts anderes machen, dann macht doch mal sowas hier. Na, na, na. Ist das geil. What the fuck? Mega geil, da hat einer, wahrscheinlich war er echt wochenlang allein in Quarantäne und hat das ewig geübt, dass das so funktioniert, aber vielleicht sollten wir eine Challenge draus machen. Hat jemand Bock? Will jemand mitmachen? Baut auch sowas und schiebt es mir, dann kommt ihr in die Sendung. Oder ihr macht es vielleicht dann eher doch nicht ganz so kompliziert, vielleicht doch eher was mit Haustieren, zum Beispiel sowas. Oh. Ups. Oh, geil. Ach, schön. Ihr seht, die Videos, die fangen immer ganz kurz wieder von vorne an, weil ich muss das hier auf Loop schalten, damit ich das immer hin und her ziehen kann und hier nicht so ein schwarzer Bildschirm ist. Ich habe leider noch keine bessere technische Lösung gefunden, aber wir sind ja hier im Internet, da macht das ja nichts. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Toilettenpapier-Jokes habe ich jetzt durch. Ich hätte vielleicht noch einen Spargel-Joke. Der Spargel dieses Jahr, wir haben es ja mitbekommen, er hat ein bisschen Probleme mit den Erntehelfern. Aber vielleicht sollte man den lieber doch nicht ernten. Der sieht dieses Jahr irgendwie ganz komisch aus, der Spargel. I don't know, guys. I don't think you're practicing your social distancing. Looks like more than a party of 10. Ja. I'm losing out some friends, but you guys still love me being a nature nut. Also ihr seht, Social Distance bei Schlangen, ne, keine Chance. Ja. Ah, herrlich. Ich habe auf YouTube einen Kanal gefunden, der ziemlich coolen Scheiß macht. Und er hat auch gar nicht so viele Abonnenten. Und bevor jetzt gleich unser Gast hier in den Stream mit reinkommt, dachte ich mir, es ist eine gute Überleitung, wieder zur elektronischen Musik hinzuwandern. Denn dieser Kanal macht geile Videos, die nennen sich How to Make
Music Like. Und das erste Video, was wir uns mal von dem heute angucken, das ist... Nothing in the world which compares to penguin. Sounds cool. It just works the way it ought to. And they work seamlessly. It just works the way it ought to. Thank you.
Ja, sehr nice. Ich hau euch gleich mal den Link unten rein, dass ihr dem Channel mal einen Dings nach... ich bin schon völlig... Hier, Frank, du machst mich völlig kirre. Merkst du das eigentlich? Kaum bist du im Stream, fehlen mir die Worte. Hallo Frank erstmal. Ich habe dich direkt jetzt reingeholt. Grüß dich. Ich poste noch... Hallo nach dem Zuschauer. Ja, gebt doch mal bitte einen virtuellen Applaus für den Frank Witter. Ihr könnt da gucken bei den Emojis, gibt so Klatschhände. Das wäre doch mega nice. Und ich suche hier gerade noch den Link raus für dieses Video und haut das hier in die Kommentare rein. Und dann könnt ihr den guten Mann mal ein Like da lassen. Er hat auch noch ein paar andere nette Videos. Vielleicht zeige ich auch demnächst in der Sendung hier mal wieder eins. Ja, hi Frank erstmal. Grüß dich. Na, alles klar bei dir? Ja, wie das halt in diesen surrealen Zeiten nur klar sein kann, ne? Oder? Geht dir wahrscheinlich ähnlich. Ja, ich kann aus dem Paralleluniversum auf jeden Fall berichten, dass es hier leider auch nicht anders ist in Holland wie bei euch in Deutschland. Ja, denn du hast erwähnt, du wohnst jetzt seit ein paar Jahren in den Niederlanden. Sind schon ein paar Jährchen, ne? So 4, 5? Ja, mittlerweile sind es jetzt 8 Jahre. Ich rutsche jetzt ins 9. Jahr rein. Aber oh, krass, hessisch, doch schon so lange. Ja, aber hessisch ist auf jeden Fall noch drin, also das habe ich nicht verlernt. Ja, denn du kommst ursprünglich hier aus der Gegend. Du bist hier im Rhein-Main-Gebiet groß geworden. Nicht nur als DJ. Nicht nur als DJ, ja. Ich bin in Langen geboren. Ich habe eine lange Zeit in Frankfurt-Umgebung auch gewohnt, in Rottgau auch. Und und dann hat sich dann halt nach Holland verschlagen. Ja, kannst du uns einen Einblick geben, wie inwiefern das bei euch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wie das hier bei uns in Deutschland vorangegangen ist. Wir hatten ja am 13. März sind ja bei uns mehr oder weniger dann komplett das Leben zum Erliegen gekommen. Da wurde praktisch das Nachtleben beerdigt, vorläufig zumindest. Wie war das bei euch? Wann war bei euch der Shutdown? Oder gibt's den überhaupt in der Art? Ja, also ja und nein. Also es ist, glaube ich, ein bisschen so wie in Deutschland auch. Also man darf schon rausgehen. Es gibt keinen Hausarrest jetzt wie in Spanien oder in Italien jetzt zum Beispiel. Also es wird nur gesagt, wenn es nicht nötig ist, soll man halt nicht rausgehen und auch nicht mit mehr wie 2 Leuten. Dasselbe gilt auch fürs Einkaufen. Also man sollte nicht mehr mit der ganzen Familie einkaufen gehen, sondern halt wirklich entweder alleine, maximal mit einem Kind, falls es nicht anders geht. Und Einkaufswagenpflicht besteht halt, die Gastronomie ist komplett zu, die Schulen sind zu, die Kindergärten sind zu, Freizeitparks natürlich sind zu, also im Prinzip, ja, Clubs sowieso, das war das Erste, was sie zugemacht haben. Im Anfang März hieß es ja, glaube ich, noch, dass Events bis 500 Mann oder bis 1000 Mann noch erlaubt sind. Ja, ähnlich wie bei uns. Genau, und dann hat sich das aber ganz schnell geändert. 3 Wochen später hieß es dann nämlich, dass... Das war eigentlich ganz krass. Die haben irgendwie so um 5:30 abends eine Live-Pressekonferenz irgendwie hier gestartet und dann haben sie gesagt, ab 6 Uhr muss die Gastro zumachen. Komplett. In ganz Holland. Und dann stehst du natürlich in der Gastro und denkst dir so, oh, okay. Also du hast jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, die letzten Gäste abzurechnen und dann darfst du die Türen schließen. Oh, krass. Das war natürlich schon ein herber Schlag gewesen für die Gastro und für die Clubs und so weiter. Okay. Ja, ansonsten klingt es relativ ähnlich zu den Regeln, die wir hier auch haben, ne? So mit diesen 2 Leute und so und Abstand und ja, Schulen, Kindergarten, alles dicht. Dann bist du ja im Grunde in derselben Situation wie wir und da du ja von der Musik eigentlich, ne, lebst, bist du jetzt erstmal arbeitslos, so gesehen. Wie? Also ich bin jetzt gezwungenermaßen arbeitslos, ganz genau. Also ich, das ist ja auch mein Hauptverdienst, also das Auflegen, damit verdiene ich auch mein Geld. Natürlich auch mit Produzieren, aber wie gesagt, Produziertätigkeit kann ich ja natürlich noch nachgehen, aber da weiß ja jeder, das ist ja auch kein Geheimnis, dass man natürlich mit allein produzieren natürlich keine Monatsgehälter reinholt. Unbedingt. Das leidige Thema, ja. Ganz genau, ganz genau. Nee, also wie gesagt, für mich steht es momentan auch komplett still. Also was die Einnahmen natürlich geht aus Clubs und Festivals und so weiter. Also das steht in den Sternen, wann das jetzt überhaupt erstmal wieder weitergeht. Ja, wie sieht's denn aus? Hast du, also ist die Lust zum Produzieren überhaupt noch da? Bist du noch irgendwie kreativ oder ist die Muse schon so irgendwie so, ah, Frank, lass mich jetzt in Ruhe, ich will nicht? Ich stelle mir das halt schwierig vor, wenn man... Also ich kenne das auch von mir, dass die Kreativität irgendwie dann doch leidet und man vielleicht doch nicht so jetzt
ne, gewillt ist. Ja gut, ich meine ganz ehrlich, am Anfang, wenn das Ganze natürlich erstmal passiert, nimmt man das auch gar nicht so wirklich erstmal wahr. Also das ist alles irgendwie so wie in so einem schlechten Film eigentlich. Und man macht trotzdem alles irgendwie weiter, aber dann irgendwann mal, wenn es dann wirklich dann heißt, okay, jetzt der Club macht so, der Club macht so, Festivals werden abgesagt, dann fängst du dann natürlich an und dann wird dir das alles erstmal bewusst, was es eigentlich bedeutet, und dann fällst du natürlich erstmal vom Kopf her natürlich erstmal in ein Riesenloch. Ja. Weil das bedeutet ja für dich auch, oh, scheiße, das sieht jetzt nicht gut aus, wann geht's wieder weiter, dann wirst du natürlich nicht wirklich besser gelaunt davon, sage ich jetzt mal, und dann hat es natürlich Einfluss auf die Kreativität und auf die Motivation, was das Produzieren halt angeht. Ja. Aber dann kommst du halt irgendwann mal auf den Punkt, wo du dann sagst, okay, gut, rumheulen bringt nichts, es geht jedem so. Mhm. Bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt da jetzt halt nur am Rumflennen bin oder irgendwie am Rummotzen bin auf Facebook oder sonst irgendwas. Ich hab mich halt mit der Situation jetzt halt, wie gesagt, angefreundet und habe halt gedacht, gut, was machst du jetzt in der Zeit, wenn du jetzt halt nicht auflegen kannst und nicht promoten kannst, das Auflegen, dann machst du halt andere Sachen. Also wie gesagt, dann ich hatte halt so andere Projekte halt schon in den letzten Jahren so in den Startlöchern gehabt, die ich halt aus zeittechnischen Gründen halt nicht realisieren konnte. Und das war halt zum Beispiel so eine Webshop-Geschichte halt für Samples und Loops zum Beispiel. Mhm. Das habe ich halt nie hingekriegt. Da ich halt gedacht, okay, jetzt hast du ja im Prinzip die Zeit, nutze es halt dafür. Du hast mir schon vorab einen Link mal gegeben, da können wir gerade mal reingucken. Und zwar, zack, LA Loop nennt sich das Ganze, richtig? Richtig. Ja, ich bin gerade mal auf der Seite, auch wenn du dich nicht mehr siehst, aber du kannst ruhig weitererzählen. Man sieht hier. Ich kann vielleicht nochmal kurz erwähnen, wie ich zu dem Namen gekommen bin, LA Loop. Oh ja, erklär mal. Weil ich habe halt die ganze Zeit überlegt, gut, wie nennst du die ganze Geschichte halt? Und ich kenne halt, weil ich halt früher viel Basketball gespielt habe, kenne ich halt noch den Spruch, also das Wort Alley-Oop. Ja. Und das ist ja Catch and Assist. Da machst du ja quasi so ein Dunking und du springst quasi in die Luft Richtung Korb und dann in der Luft hast du halt einen Assist, der schmeißt dir halt den Ball zu, den fängst du halt auf und machst dann den Slam-Dunk. Das ist dann halt der Alley-Oop. Aha. Deswegen wollte ich dann im Prinzip mit der Sample-Seite das Gleiche machen. Der Producer quasi, der vielleicht nicht die nötigen Mittel hat, um vielleicht diverse Synthesizer zu kaufen oder vielleicht die Kreativität nicht hat, diverse Melodien oder Basslines zu zaubern, der darf halt im Prinzip schon mal in die Luft springen, Richtung Korb mit seiner Produktion quasi. Und ich versuche dann halt mit meinen Sounds in den Samples halt den letzten Assist zu geben, dass er halt punkten kann. Und das ist halt... Darum halt statt Alley-Oop, habe ich ja gedacht, dann nennen wir das Ganze doch Alley-Loop. Cool, das hat doch mal eine schöne Geschichte zu dem Namen. Du kannst ja gerade mal ganz kurz hier, ich habe es hier nochmal offen, man sieht hier, es gibt Sample-Packs mit Melody-Pack, Driving-Techno, Harder-Techno, Funky-Techno, Techno-Bass, Loops, Techno-Kicks. Also hier findet man alles, was das Techno-Herz begehrt. Für alle, die jetzt zu Hause sitzen und da am Produzieren sind und da schon mal auf der Suche nach irgendwie erschwinglichen Sample-CDs waren, da können wir hier reingucken, dieses Driving Techno Volume 2 kostet 15 Euro und da ist hier jede Menge drauf. Bassloops, Kicks, Percussions, das ist doch schon eine ganze Menge. Und ja, da sind halt kleinere Packs halt dabei, also wirklich von normalen Kickloops bis zu Percussion Loops und dann habe ich größere Packs da online gestellt, wo dann wirklich dann in einem Pack dann alles drin ist, also Texturen, Sounds, Synth-Shots, Synth-Lines, Melody, Basslines, Hi-Hat Loops. Dann habe ich auch Packs nur mit Melodien zum Beispiel, die ich dann mit verschiedenen Synthesizern und Plugins halt gemacht habe. Ja, also da ist eigentlich für jedes, für allen ein bisschen was dabei. Ein bisschen kommerziger, ein bisschen elektronischer, ein bisschen undergroundiger. Also im Prinzip ist für alle ein bisschen was dabei. Also es wird auf fast täglicher Basis geupdatet. Einfach mal die Seite im Auge behalten. Also wie gesagt, ich bin jeden Tag dran, immer neue Packs zu produzieren. Und wir werden das Ganze dann später auch ein bisschen verbreitern. Und gehen dann auch in mehrere Genres dann noch irgendwie rein. Zum Beispiel Deep House, House und solche Geschichten. Ich habe gerade mal den Link in die Kommentare gepackt. Da kann sich jeder nochmal selber ein Bild holen. Man kann sich das ja auch dort alles anhören bei Bandcamp.
Das ist ja auch für viele mittlerweile so eine, ja, so eine Seite geworden, ein bisschen abseits von den großen Stores, ne? Wie bist du zu Bandcamp gekommen? Was war deine Überlegung dabei, dass du gesagt hast, ich will bei Bandcamp das machen? Gut, also Bandcamp gibt mir halt im Prinzip sofort die Möglichkeit, diese Sachen direkt hochzuladen, inklusive Artwork, und die bieten mir halt natürlich direkt ein Shopsystem halt an. Da muss ich halt keine komplette Webseite von Grund auf neu programmieren. Du kannst im Prinzip sofort starten. Du meldest dein Label dort an. Das Label ist in dem Fall halt Ellie Loop. Mhm. Und da kannst du dein Cover hochladen, also dein Artwork. Die einzelnen Tracks, in dem Fall die Samples, kannst du da hochladen. Du kannst da zum Beispiel Goodies hinzufügen, diverse PDFs oder Videos oder irgendwelches Bonusmaterial, Booklets, digitale kannst du hinzufügen. Du kannst Merchandise verkaufen. Du kannst Rabattcodes erstellen. Ja, die Bandcamp bietet dir halt echt unendlich viele Möglichkeiten, was halt den Verkauf und die Promotion und das Marketing von deinem Label halt angeht. Die Revenue Share ist jetzt auch gar nicht so hoch jetzt bei Bandcamp. Dafür sparst du dir halt auch Unterhaltungskosten von deiner Website, wenn du irgendwie jetzt einen hast. Also praktisch das, was an Bandcamp abgeht, nur mal für die Leute, die sich jetzt nicht so auskennen. Ja, genau. Genau, also mit Revenue Share meine ich dann halt pro Verkauf geht dann halt ein kleiner Teil halt an Bandcamp. Das sind, glaube ich, was war das jetzt? 10% oder irgendwie sowas geht jetzt, ich verkaufst jetzt ein Pack für 10 Euro, da geht halt 1 Euro an Bandcamp. Mhm. Aber ganz dafür, dass du dann eine komplette fertige Plattform geboten bekommst, ist es okay. Ich meine, ja, selbst 30%, 40% wäre für mich auch okay, aber wie gesagt, glaube ich 10%. Okay, also Link ist in den Kommentaren unten, LA Loop, auf Bandcamp könnt ihr finden, da sind die ganzen Sample Packs mit Loops und so weiter und so fort. Ein Projekt vom Frank Quitter. Was man vielleicht auch noch schnell dazu noch erwähnen kann, ich habe jetzt auch einen Partner mit ins Boot geholt für Ellie Loop. Also da wird in Zukunft jetzt auch einiges kommen. Ich habe jetzt einen Christian Varela, den dürfte ja einigen auch ein Begriff sein, aus Spanien, der Techno-DJ. Mhm. Der ist jetzt quasi mit eingestiegen und wir machen das Ganze jetzt ab nächste Woche offiziell zusammen. Also wird auch viel Content von ihm kommen, viel Content von mir und von uns zusammen wird jetzt einiges kommen. Aber auch natürlich durch mein Netzwerk und sein Netzwerk werden wir jetzt auch, sind wir natürlich drum bemüht, auch exklusive bekannte Künstler für die Plattform zu werben, die halt für uns dann exklusiv Material zur Verfügung stellen. Mhm. Namen will ich jetzt noch keine nennen, aber es werden auf jeden Fall viele oder einige etliche namhafte DJs oder Producer für uns produzieren. Auf der Plattform. Also alle Producer da draußen, Hobby-Producer, die jetzt gerade wie wild am Tüfteln sind, im Auge behalten das Ganze. Ja. Bitte. Genau. Ah ja, jeder muss ja heutzutage im Grunde genommen jetzt schauen, wo er bleibt. Ne? Und ich meine, man kriegt ja auch einen Mehrwert dafür. Das ist ja... So ist es ja auch. Ja klar, ihr unterstützt natürlich uns als Producer, die jetzt momentan halt zu Hause sitzen und nichts anderes zu tun haben, aber andererseits, ich find's natürlich auch toll, auch so die Nachwuchskünstler auch damit ein bisschen zu unterstützen, weil ich meine, es ist ja auch nichts Verwerfliches, auch mal ein Loop oder ein Sample zu benutzen und das ein bisschen zu verfremden. Ja, ist der Ursprung gewesen im Grunde genommen irgendwann mal, ne? Wenn man es mal so ein bisschen. Ja. Es kommt immer so aufs Endergebnis drauf an. Es gibt sehr viele bekannte Produktionen, die auch schon auf Beatport auf der 1 waren, wo auch der ein oder andere Loop von einer bekannten Sample-Seite entsprungen ist. Ja. Also da gibt es ja auch genug. Also es ist, wie gesagt, es ist nichts Verwerfliches. Dann schämt euch nicht, Samples oder Loops zu benutzen. Würzt euer Zeug dann natürlich ein bisschen mit eurer eigenen Kreativität und dann ist alles gut. Ja. Also Ich habe gerade einen Gedanken gehabt, der ist aber jetzt gerade wieder verschwunden. Ja, da läuft er, da ist er noch. Wo wollte ich denn? Ja, genau. Mir ging das gerade nochmal durch den Kopf, um nochmal auf deine Anfänge zurückzukommen. Wir beide kennen uns ja auch jetzt hier aus den Anfängen, seit Anfang der 2000er. Ja, das stimmt, seit Anfang der 2000er. Also wir sind irgendwie 2000, 2001, irgendwie so. Ich weiß noch, einen Abend im alten Gallus-Theater sind wir uns über den Weg gelaufen. Da kannten wir uns aber schon. Da hatte der Steve unten im Keller aufgelegt. Damals noch unter seinem alten Künstlernamen MRM. Kennen nur die alten Hasen, ja. Jetzt heißt er Steve Simon.
Da weiß ich, da hatten wir uns getroffen. Komischerweise ist das so ein Abend, der mir voll hängen geblieben ist. Ich glaube, wir haben auch ziemlich lange gebabbelt. Du hast oben auf der Theke gesessen und es war ziemlich witzig alles. Und dann sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen. Und du hast ja musikalisch seit dieser Zeit ja doch schon ein bisschen eine Wandlung hingelegt. Erzähl mal ganz kurz, du hast deine angefangen mit damals mit schon mit Hardtechno, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Also so stimmt es. Also ich war damals im Alten Gallus-Theater, das stimmt, in Frankfurt. Da war ich gewesen und ihr hattet mich sogar damals gebucht auf ein Event von euch. Und das weiß ich noch, da habe ich auf jeden Fall bei euch mal einmal damals zum ersten Mal aufgelegt. Ich habe damals, gut, das Hardtechno, was es heute gibt, das hat es damals ja noch nicht gegeben, aber ich hatte halt damals schon für damalige Verhältnisse schon ziemlich schnell und hart gespielt. Das waren so diese Pounding Groove Sachen aus England, Glenn Wilson, auch die alten Adam Beyer Sachen, so die ersten Drumcode Releases. So, ich glaube, meine erste Drumcode war noch die Drumcode 002 oder die 003. Christian Varela mit seinem Pornographic, also das war so der Marco Bailey und so, das war halt damals der Sound, den ich halt gespielt habe. Das war damals schon hart und relativ schnell schon gewesen. Das stimmt. Aber das war aber dann so nach der großen Schranzzeit, oder? Oder täusche ich mich da? Nee, die Schranzzeit, wann hat die denn angefangen? Also die Schranzzeit war so 2000, 2001 Höhepunkt. Ja. Bis 2003 und dann irgendwann was weg. Ja, stimmt. Also, ja gut, also weg war es nicht. Also wir haben es ja quasi dann übernommen. Also wir hatten uns ja damals mit ein paar Künstlern halt zusammengetan und haben ja damals Abstract gegründet. Stimmt, das war ja auch noch. Ganz genau, das kam ja dann so, ich glaube 2002, 2003 ging das los, da haben wir Abstract gegründet. War ja Sven Wittekind dabei, Mario Ranieri, Arcus P., Robert Natus, Viper und so weiter und so fort. Also wir waren ja damals dann quasi eine große Hardtechno-Clique gewesen. Wir haben halt den Sound, den damals Leaving Rush und so weiter halt geprägt haben in der Szene, den haben wir dann quasi dann so übernommen und haben den eigentlich noch mal ein bisschen härter und noch schneller gemacht. Und damals haben wir halt echt auf Events gespielt. Da waren wir froh, wenn 10 Leute da waren. Wir sind dann teilweise echt auf Reisekosten aus sitzen geblieben. Wir haben echt, im wahrsten Sinne des Wortes, dafür bezahlt, um aufzulegen. Also wir haben damals im Casino Bing haben wir so unsere ersten Events dann gemacht, offiziell. Abstract-Nächte. Wenn man so heute drüber nachdenkt, das war halt schon lustig gewesen, weil wie gesagt, die Türen gingen auf und als die Türen wieder zugingen, waren auch nicht mehr Leute da. Also das war schon krass. Aber wir haben das trotzdem weiter durchgezogen über viele Jahre. Und haben es dann doch geschafft, weil wir daran geglaubt haben, halt eine Community aufzubauen. Weltweit dann auch sogar. Wir haben ja Labels gegründet. Jeder von uns hat ein Label gehabt. Ich hatte damals mit Viper ein Label gehabt. Rush hat ja damals auch einen Remix für uns gemacht. Und der Wittekind hat sein Label gehabt und jeder hatte sein Label. Und dann so ging es dann los. Wir haben uns dann quasi gegenseitig dann halt geholfen. Ich habe dem einen Remix gemacht, der hat mir einen Remix gemacht. Ich habe dem bei einem Gig empfohlen, der hat mich bei einem Gig empfohlen und das war halt wie so eine Posse quasi und dann sind auch die ersten Ausland-Gigs dann entstanden. Ich habe das und auch noch so im Kopf, dass eure Namen immer irgendwie, ihr wart immer so auf einem Haufen, habe ich immer das Gefühl gehabt. Also bestimmte Namen, ja. Ne, die waren immer auf den Veranstaltungen, ihr wart nie alleine irgendwie, es war immer noch ein paar von den anderen mit dabei und umgekehrt, ja. Ja, ganz genau, da hat jeder irgendwie nochmal so ein bisschen seine Gage eingeschnitten, dafür konnte dann der andere Künstler auch noch mit verbucht werden. Nee, Quatsch, also das war schon, uns war es halt damals schon wichtig gewesen, dass wir im Prinzip auch immer mit mehreren irgendwie aufgelegt haben, weil wir uns auch immer als Crew präsentieren wollten und uns auch als so präsentiert haben. Das war geil, wir hatten damals auch so T-Shirts gehabt, die sahen dann aus wie so Fußballtrikots. Vorne stand, die waren halt so weiß mit so blauen Ärmeln und vorne stand halt Abstract Bookings drauf mit dem Logo. Und hinten hat sie dann so deinen Namen gehabt mit der Nummer, wie bei so einem Fußballer. Yeah. Und dann bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen haben sie mich dann angeguckt und dann sagen sie so, ein Fußballspieler. Ich so, nee, Plattenspieler. Sehr schön. Du hast relativ lange Zeit diesen sehr harten Sound präsentiert, würde ich jetzt mal sagen. Und du bist aber vor ein paar Jahren, hast du gesagt, okay, ich möchte das jetzt ein bisschen weniger machen, ich möchte wieder mehr in Richtung Techno gehen.
Also es ist im Prinzip so, wie ich habe ja damals mit dem Techno quasi mit dem Techno-Sound angefangen, schon ein bisschen härter halt. Stimmt, es ist dann alles härter und schneller geworden, dann Richtung Hardtechno und Schranz. Aber jetzt halt nach all den Jahren, ja, wir waren ja wirklich an der Speerspitze gewesen von der Hardtechno-Szene. Und wie lange habe ich das dann gemacht? Ich war jetzt, glaube ich, dann 12 Jahre oder so, habe ich jetzt Hardtechno gespielt. Und ja, ich meine, irgendwann war halt keine Entwicklung mehr in der Musik. Ich bin schon immer ein kreativer Mensch gewesen, ja. Ich habe halt immer so Bock gehabt, immer alles Mögliche zu produzieren. Und was mich halt beim Hardtechno dann irgendwann mal gestört hat, dass du irgendwo so ein bisschen eingeschränkt warst mit dem Sound halt. Das war halt im Prinzip, der Sound bestand immer aus den gleichen Main Loops quasi, immer ein rollender Drum Loop und dann halt Melodien, also so ein paar Synthlines, ein paar Vocals aus irgendwelchen Filmen rausgeschnitten, ein Mellow Break und dann war es auch wieder gut und dann ging es wieder weiter. Also irgendwann mal habe ich halt gedacht, ich möchte mich halt doch lieber anders zu entwickeln und hat dann halt Bock gehabt, mal was anderes zu probieren. Das angefangen hat es damals, als ich auf der Mayday in Polen gespielt habe. Das war 2012 oder 13, 14, ich weiß gar nicht mehr. Da hat Advent und Industrializer gespielt. Hm. Und die hatten dann zu dem Zeitpunkt so einen ganz neuen Techno-Sound entwickelt. So wirklich so, das klang so von den Elementen, weil damals war ja Minimal total hype, ist ja total gewesen. Und die haben dann quasi so diese Minimal-Elemente genommen, aber haben da halt nochmal ordentlich Eier dran gehängt. Sehr schön. Also, und ich stand im Backstage-Bereich, ich habe gerade mein Set gespielt und bin rübergegangen zu der anderen Bühne, wo Techno lief. Und eigentlich wollte ich gerne, weil mir das Techno damals nicht so gefallen hat, weil es halt zu minimalistisch war, also zu minimal-lastig. Und dann auf einmal sitze ich im Backstage und die Bierflaschen, die fangen auf einmal an zu tanzen und vom Tisch zu fallen. Ich dachte nur, Alter, was geht denn hier ab? Was ist denn das, was da gerade läuft, ey? Und dann sagt einer, ja, komm, lass mal gucken. Und dann gehen wir so Richtung Bühne und dann gucke ich so aufs Timetable und dann gucke ich so hoch und dann sehe ich den Cisco da. Und ich so, krass, Alter, was ist denn das für Mucke, ey? Da haben die damals echt die zwei, haben da so einen neuen Techno-Sound halt entwickelt. Das klang halt noch ziemlich groovig halt durch die Percussions und die geilen Vocals. Aber der Bass und die Kicks, die benutzt haben, boah, Alter, da hat's mich dann gefangen zum ersten Mal wieder mit Techno. Da hab ich gesagt, Alter, wenn ich Techno spiele, das ist der Sound, den ich richtig geil bin. Da hat's dann angefangen, 2012, 13 ungefähr, wo es bei mir dann angefangen hat, ich möchte lieber doch dahin. Ja, manchmal ist es so, ne, man wird inspiriert. Das ist ja bei Künstlern oft der Fall. Und ja. Du bist momentan Resident bei der Move und spielst da ab und an. Ich glaube, so ungefähr zweimal im Jahr bist du hier dann auf der Move. Letztes Mal Weihnachten war das, glaube ich, ne? Ja, ich wäre jetzt eigentlich, jetzt sind wir gerade im April. Ich glaube Ende März oder diesen Monat. Ende April wäre ich jetzt wieder auf der Move gewesen. Aber da hat uns ja jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Ja, das stimmt. Ich bin Resident von der Move geworden. Den Andi, den kenne ich ja auch schon sehr lange. Noch zu Zeiten, wo er noch seinen Plattenladen hatte in Frankfurt. Boy Records. Vorne an der Konstabler Wache. Ja, genau. Damals, da habe ich ja noch Platten gekauft, da war ich ja selber noch kein, da habe ich ja noch nicht mal irgendwie auf Privatevents gespielt, da habe ich nur Platten gesammelt. Da habe ich damals sogar noch Trance-Platten gekauft und so. Und da habe ich den Andi schon gekannt. Und ja, wir kennen uns schon Ewigkeiten und wie gesagt, dann irgendwann mit der Mirko, der DJ Nip, das ist ja auch ein sehr guter Freund von mir, der ist ja auch Resident bei der Move, der hat irgendwann mal halt mitbekommen halt, dass ich halt auch Techno mache und als ich damals auch in Deutschland gewohnt habe, war der bei mir im Studio gewesen und hat sich die Sachen angehört, hat gesagt, Alter, das ist gar nicht mal so schlecht und da hat er den Andi halt mal mit dem Andi gesprochen und hat zum Andi gesagt, hier, warum buchst du mal nicht den Frank? Und dann hat er gesagt, naja, sorry, aber klar, Frank, wir kennen uns und so, alles cool, aber vom Sound passt er nicht zum Move. Und dann hat er gesagt, nee, Frank, der macht jetzt einen ganz anderen Sound. Und dann hat er dem die Sachen halt vorgespielt und dann hat Andi halt gesagt, na komm, lass uns das doch mal testen. Und dann habe ich damals dann in der Dora gespielt, zu Mirkos Geburtstag. Und das war halt absoluter Abriss gewesen. Also wir haben die Dora so dermaßen abgerissen, die musste sie danach wieder neu aufbauen. Und es hat gut funktioniert und dann hat Andi gesagt, na komm, dann lass uns das doch irgendwie regelmäßig machen, so zweimal im Jahr. Und seit letztes Jahr haben wir gesagt, komm, jetzt wirst du einfach fester Bestandteil der Move und ich spiele ja jetzt schon seit 7 Jahren, glaube ich, oder so. Ja,
Das Blöde für mich war ja, ne, ich hatte dich ja auch ab und zu immer mal wieder angefragt, um dich mal wieder, und das hat dann immer sich kollidiert und hat nie wieder geklappt. Aber gut, bist sehr gut untergekommen, insofern auch nicht so wild. Hätte ich zwar gerne mal wieder da gehabt, aber vielleicht klappt es ja irgendwann mal wieder. Ja, es tut mir auch echt unendlich leid. Ja, das ist, da kann man halt manchmal nichts machen. Das ist ja, ich habe ja auch nicht so viele Termine, dass ich mir raussuchen könnte, deswegen war das eh immer so ein bisschen tricky. Ja, das Doofe ist halt immer, ja, das sah dann wahrscheinlich eher immer so aus, als hätte mich wahrscheinlich der Andi oder so dann schon mal weggeklaut, wenn er mitgekriegt hat, dass du nicht buchen willst oder so, aber so war das ja nie. Nee, wir haben ja auch immer das kommuniziert und so, das hat einfach nicht gepasst, terminlich, da kann man halt nichts machen, ne? Ich habe mich ja ein paar Mal angefragt und du wolltest mich ja dann einmal für den September buchen, dann einmal für den Oktober und so und dann halt gerade immer dann, habe ich schon einen Monat davor schon auf dem oder einen Monat danach auf dann gespielt. Ja, und das bringt ja alles nichts. Denn man sollte die DJs ja nicht zu Tode spielen, immer ein bisschen Abstand drin halten und dann ist es, passt das ja. Es gibt eine Sache, auf die ich dich mal ansprechen möchte, denn viele, die dich verfolgen, jetzt über Social Media oder so, die haben das ja auch mitbekommen. Du warst jahrelang bisschen kräftiger als heute, also viel kräftiger als heute. Und du hast dann angefangen, irgendwas umzustellen in deinem Leben und hast eine Wandlung von 180 Grad hingelegt. Was ist da passiert? Ja gut, ich habe mir halt dann, ja, als ich dann ein bisschen zu übergewichtig geworden bin, habe ich mir gedacht, gut, das ist halt nicht mehr so gesund. Ich nehme halt weniger Bookings an, dass ich weniger Geld verdiene und dann kann ich dementsprechend auch weniger Geld, weniger Essen kaufen, ja. Also der Gesundheit zuliebe habe ich dann halt den Style gewechselt, habe auf Bookings verzichtet, dass ich halt abnehmen kann. Ich glaube dir kein Wort. Nee, jetzt mal im Ernst. Nee, ich, das stimmt. Ich hatte, ich glaube, zu meiner schwersten Zeit fast 150 Kilo auf dem Zähler gehabt. Oh, das ist schon beachtlich. Ja, und ich war auch starker Raucher. Ja gut, starker Raucher ist jetzt übertrieben, aber am Wochenende habe ich halt schon ziemlich viel geraucht. Das sind dann schon mal in einer Nacht teilweise zwei Päckchen halt durch die Lunge gezischt. Und es ging halt nicht mehr. Dann ist damals halt mein erster Sohn halt geboren. Und dann habe ich mir halt gedacht, dann stand ich halt draußen im Winter, weil er ist im Oktober geboren. Er war es ja schon ziemlich kühl und dann halt so gegen Winter stand ich dann halt draußen, war dann so am Smoken und dachte so, okay, also entweder rauchst du jetzt weiter. Und dein Sohn besucht dich irgendwann mal, wenn er 10 oder 12 ist, an deinem Grab, weil du an Fettleibigkeit und Lungenkrebs verreckt bist. Oder du schmeißt jetzt diese Scheißkippe weg und änderst jetzt dein Lebensstil und kannst mit deinem Sohn halt, wenn er 18 ist, auch noch Fußball spielen quasi. Ja. Und dann war die Entscheidung halt natürlich gefallen. Dann zu Silvester habe ich dann, also es war im November oder Dezember, wo ich diesen Gedanken halt hatte, 2008 ist er geboren. Ja, und dann an Silvester habe ich gesagt, so, jetzt rauche ich meine letzte Kippe. Und dann habe ich meine letzte Kippe geraucht und habe ich die weggeschmissen und seitdem nie wieder geraucht. Und dann, da habe ich das Rauchen halt aufgehört und dann habe ich meine Ernährung auch umgestellt. Ich habe halt früher viel, bei mir war das Problem immer Softdrinks. Ich habe halt viel getrunken. Ich trinke immer 3-4 Liter am Tag und das war halt damals immer Cola oder Mezzomix. Hm. Plus wenig Bewegung, viel im Studio gesessen, dann... Super Kombination, ja. Dann, ganz genau, dann gehst du halt auf wie ein Hefekloß. Ja, und dann habe ich natürlich dann die Ernährung umgestellt, habe nur noch Wasser getrunken. Ja, natürlich auch gegessen, klar. Und habe im ersten Jahr dann, glaube ich, fast 40 Kilo abgenommen. Beachtlich, echt beachtlich. Ohne Sport, ja. Ohne Sport. Und dann habe ich dann halt auch Kraftsport gemacht und Fitnessstudio und so. Dann kam der Umzug nach Holland, dann kam eine Verletzung dazwischen, dann war ich eine längere Zeit nicht mehr im Fitnessstudio, habe wieder ein bisschen zugenommen gehabt und dann war ich jetzt letztes Jahr wieder im Fitnessstudio aktiv gewesen. Allerdings jetzt durch eine weitere Verletzung konnte ich jetzt die letzten 6 Monate nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Und ich hoffe, dass die Verletzung bald wieder rum ist. Ich habe halt wahrscheinlich eine Schleimbeutelentzündung in beiden Ellenbogengelenken. Und deswegen ist halt mit Gewicht hier halt gerade schwer. Gut, man könnte jetzt sagen, gut, dann mach doch Cardio, fahr Fahrrad. Aber das Problem ist, ich hab Probleme mit meinem rechten Knie. Das wurde jetzt gerade gescannt und da waren Risse im Meniskus gewesen und so. Also jetzt müsste ich wahrscheinlich, wenn ich wollte, wenn die Schmerzen nicht weggehen mit Physiotherapie, müsste ich es auch noch operieren lassen. Aber gut, dann. Also man sieht, ein DJ ist auch nur ein Mensch und hat genauso seine Vivation wie jeder andere auch.
Ich bin eine Maschine mit defekten Bauteilen. auf jeden Fall finde ich es sehr beachtlich und sehr cool, dass du diese Wandlung geschafft hast. Ich glaube auch, dass du viele motiviert hast damit, die das vielleicht auch so ein bisschen wahrgenommen haben und gesagt, boah, wenn der Frank das schafft, dann kann ich das auch, weil ich meine, wir leben halt heutzutage in einer Gesellschaft, wo das ja jetzt schon ein bisschen vermehrt ist, solche Probleme. Und ich glaube, das kann eine gute Motivation sein, wenn man sieht, dass das jemand, der im öffentlichen Leben, also im öffentlichen Blickpunkt steht, das anpackt und dann auch schafft, das zum Positiven zu wenden. Ja. Ey, ich habe sogar geschafft, meine Haare abzuschneiden nach 18 Jahren. Also. Stimmt, du hattest früher immer schulterlang, ne? Ja, ich habe immer, gut, ich meine, die Leute, die mich schon früher kennen, ich habe ja bis vor 2 Jahren im Sommer, habe ich ja lange Haare gehabt und immer einen Zopf. Die waren ja, ich glaube, ja doch, etwas länger wie bis also unter die Schulter. Ja, und dann vor 2 Jahren habe ich da halt eine Facebook-Challenge draus gemacht, weil ich habe nicht wirklich die Eier gehabt, mir die Haare abschneiden zu lassen und habe halt gesagt, okay, komm, wenn ich jetzt auf dieses Bild von mir 1000 Likes bekomme, dann innerhalb von einer Woche, dann schneide ich mir die Haare ab. Ach was, das hast du gemacht? Ja. Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist echt so, okay. Ja, zum Glück, wenn hätten es noch mehr Leute geteilt, wäre es wahrscheinlich noch schneller passiert, aber es ging relativ schnell. Am ersten Tag waren da so 100, 150 Likes, dann dachte ich so, okay, komm, es wird eh nichts. Und dann am zweiten Tag, irgendwie über Nacht, waren es dann 250, und dann dachte ich so, okay, naja, gut, wir sind noch lange nicht am Ziel, das wird nichts. Dann keine 3 Tage später hat man das Ziel halt leider gesprengt. Oh, gut, ja. Und dann habe ich so als Motivation genommen und habe gesagt, gut, komm, Haare ab. Und dann, weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin dann, an dem Tag, als die Likes erreicht waren, habe ich dann am Abend Essen geholt hier bei uns in der Pommesbude. Und dann bin ich meiner heutigen Friseuse über den Weg gelaufen und die hat mir dann erzählt, als sie jünger war und keinen Bock mehr auf ihre langen Haare hatte, hat sie sich ihre Haare selber abgeschnitten. Und es ist dann hängen geblieben. Da habe ich mir gedacht, okay. Aha. Dann bin ich aufgegangen, habe gegessen. Und dann bin ich dann nach dem Essen hochgegangen ins Bad, habe mir eine Schere geschnappt, beziehungsweise einen Rasierer und habe mir dann erstmal hier so außenrum alles erstmal abrasiert. Ja. Yeah. Und dann habe ich dann oben dann angefangen, dann halt alles so kurz zu schneiden. Und sah natürlich dementsprechend auch scheiße aus, aber ich fand es in dem Moment cool. Und dann mache ich die Tür auf, steht Frau da und ich sag so, und was hältst du davon? Ja, Schockmoment. Anruf bei der Friseuse. Notruf. Kannst du bitte den Frank mal kurz die Haare reparieren? Hat gerade einen Anfall von spastisch gehabt und hat halt irgendwie gerade Scheiße gebaut mit seinen Haaren. Ja, kam nicht gut an. Wir haben im Chat eine Frage. Der Florian fragt, ob deine Gründe, nach Holland umzuziehen, eher beruflich oder eher privat waren. Magst du die beantworten? Welcher Florian? Zirkus? Nee, der Arzberger, der Elektrodisco. Ach so. Ja, beides. Beruflich und private Gründe. Ja gut, was heißt beruflich? Also beruflich war es bei mir eigentlich egal. Ich habe eigentlich nur ein Studio in der Nähe gebraucht. Also beziehungsweise einen Flughafen in der Nähe und ein Studio habe ich ja zu Hause. Für mich war es im Prinzip eigentlich egal, wo ich wohne in Europa, Hauptsache einen Flughafen in der Nähe. Ja. Und dann private Gründe halt gab es dann. Kannst du dich noch an die Platte erinnern, die dich, sagen wir mal, zur elektronischen Musik gebracht hat? Die Thunderdome Volume 2. direkt auf die Fresse. Geil. Ich habe die erste damals zum Einschlafen gehört teilweise. Die erste zum Einschlafen? Ja. Gut, es würde auch extrem in eine andere Richtung gehen, ja gut. ich kann mich nur so dran erinnern, ich hatte die im Walkman drin, es war eine von diesen Kassetten, die irgendwie in Dauerschleife lief. Neben all den anderen Techno-Kram, also ich habe sehr bunt gemischt alles gehört, aber die erste Techno, Thunderdome, die lief bei mir immer abends dann zum Einschlafen auch. Ich habe nämlich hier ein kleines Spielchen, das ich jetzt schon die letzten 2 Sendungen mit meinen Gästen mache. Und zwar, ich habe hier bei mir noch jede Menge alte Platten. Ich habe einen Großteil meiner Platten damals verkauft beim Umzug, habe aber die ganz alten noch behalten. Und du darfst jetzt mir durch ein kleines Rätselspiel praktisch sagen, welche Platte ich jetzt raussuche. Und dann gucken wir, ob wir die
bei YouTube finden, um da mal reinzuhören. Vielleicht kennst du sie auch. Die so, warte mal, ich mache jetzt mal gerade hier. Ich muss mal das Handy anmachen. Na? Wo ist das Handy? Hallo? Jetzt sind wir komplett weg. Jetzt sehe ich noch nicht die Frankfurter Skyline. Ja, warum macht er sendet nicht? Warum sendet er denn nicht? Oh, hat er die IP geändert? Oh, ich muss die IP ändern. Warte mal kurz. Das ist das war also ein Piratensender, der am anderen seine IP ändert, damit er nicht. Ja, das ist geht ja hier übers Handy, zack, da eine Zahl tauschen, zack. Ey, cool, ich sehe gerade, wir haben sogar Leute aus Spanien, die zugucken. Oh, nice. Warte mal, Pech lernen. Wird wahrscheinlich kein Wort verstehen. So, jetzt siehst du was, richtig? Ja, jetzt so, sehe ich was. Da ja. Hinten siehst du meine noch vorhandene Plattensammlung. Ja. Ich brauche einmal eine Zahl von 1 bis 6. Von 1 bis 6? Ja. Dann nehmen wir doch die 6. Okay, die 6. Jetzt brauche ich eine Zahl von 1 bis 50. Ah, 1 bis 6 war das Fach und 1 bis 50 sind die Platten. Okay, dann nehmen wir mein Alter. 18. Okay, von links oder von rechts? Nehmen wir Mitte. Ich fange von links an 18 zu zählen oder ich fange von rechts an 18 zu zählen? Ja, dann fangen wir von links nach rechts. Okay, also 18. So, warte mal, ich muss mal kurz meine Verkabelung hier lösen. So. Hat jetzt aber nichts mit politischer Einstellung zu tun, bevor das jetzt wieder kommt. Heutzutage muss man ja aufpassen, was man sagt. Oh, Busch, geil, Busch. Von links nach rechts, genau. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. So. Oh! Oh! Was haben wir denn für ein Goldstück? Na, was haben wir denn hier Schönes rausgeholt? Dalen and Kane. Oh! Sahul, Meteor at the Love Parade. Kenn ich nicht. Müssen wir mal eine Verkabelung hier wieder dran machen. Hey, da hast du aber jetzt echt ein Ding rausgeholt. Problem wird nur sein, dass... Kenn ich nicht. Muss nochmal hier. Das Problem wird nur sein, dass wenn ich das jetzt hier abspiele, ich es bei in YouTube, wenn ich das dann in YouTube hochlade, also ihr könnt die ganze Sendung und auch die vorhergehenden Sendungen alle bei mir auf dem YouTube-Kanal finden. Und es wird wahrscheinlich passieren, dass es gesperrt wird, wenn der rechte Inhaber es also eingestellt hat. Momentan spackt's auf YouTube viel rum, dass viel gesperrt wird. Aber wir probieren's, wir hören kurz rein. Und dann suche ich mal hier nach Dahul. Die meisten kennen's ja eh, aber... Boah, weißt du, welcher Track auch geil ist von früher, wo ich so an Sven Feld HR3 Klappnight denken muss? Sprich? Kennst du den Track noch, Dankspot? Sagt mir jetzt, glaube ich, nichts. Ja, den Track müssen wir dann eigentlich auch nochmal anspielen für die Leute. Und der Track, das war so ein typischer Fade Club Night Track. Mega geil. Den werden viele heute wahrscheinlich gar nicht kennen. Nur die alten Schabracken wie wir kennen das halt noch. Aber wenn du den kennst du bestimmt auch, den Track. Den vom Namen her vielleicht nicht, aber wenn du den hörst, der ist richtig geil. Wir können ja gleich mal nachsuchen. Ich hab's gerade mal im Hintergrund. Ich lasse gerade mal laufen und spüle mal gerade jetzt zur prägnanten Stelle vor. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich oder ist es offen? Ist offen. Ach geil. Bereite dich schon mal vor. Hol dir schon mal ein bisschen Kaffee und Pep. Nein, mach das nicht. So, von mir aus machen wir bis nächste Woche Dienstag durch. Hier, bis zum nächsten. Wir sind nicht im U60 318, dass das hier klar ist. Geile, auch U60, da habe ich auch noch ein paar Geschichten. Also, hier, ich mache mal gerade zum jetzt kommt der Break hier mit der Melodie. Ah, schöne Nummer. Ist
von, ich guck gerade mal von wann die ist. Die ist, wo steht's denn? Ah, das ist alles so kleine Schrift hier. Aus damals schon von Warner, von Polygram. Ah, hier ist 1997. 97, 98. Also Love Parade, ja, Love Parade, da ist bei mir auch so ein Stichwort, da fallen mir auch wieder ein paar Dinge ein. Ich hatte ja auch meine eigene, oder wir hatten ja auch einen eigenen Truck bei der Love Parade. Ah, Megateil ist auch, finde ich, heute noch einer von diesen Tracks, die so unerreicht sind. Gehört mit zu den großen Klassikern, würde ich mal sagen. Ah, nice. Wie hieß die Nummer, die du genannt hattest? Das war Dengspot. D-A-N-G. D-A-N-G. Dengspot. Ja. Also zusammengeschrieben. Mega. Nee, ich glaube auseinandergeschrieben. Okay, und die Nummer heißt? Dengspot. D-A-N-G. Dengspot. Ah, hier, Blade. Dengspot. Ja, Blade. Genau, so heißen die. Blade, Dengspot. Okay, da, gucken wir. Wir mussten mal so eine Minute mal laufen lassen, oder so zwei Minuten. Das ist ein richtig geiler, verspielter. Das ist aber so ruhiges Zeug. Nee, warte mal, warte mal. Zeig dir. Ah! Ah! Warte mal, ich mach mal hier kurz mit. Ja, yeah, geht schon ab. Ja, nettes Ding. Ich kenne ihn auch. Ich habe auf jeden Fall schon mal gehört. Aber ich hätte den Namen jetzt nicht gewusst. Aber einen Track müssen wir noch anspielen, bevor ich den vergesse. Sprich. Das ist MMM, also M.M.M. Donner. D-O-N-N-A. M.M.M. Donner. Okay, schauen wir mal. Donner. So, MMM, Aerosmith and Feeble, Donner. Ach, das ist MMM, ist das Label? Kann das sein? Nee, ich glaube, MMM war der Künstler. Okay, aber es gibt hier MMM, Aerosmith and Fiedel in Klammern und dann Donner. Hören wir mal rein. Nee, ich glaube, das ist, hat nichts mit Aerosmith zu tun. Nee, nee. Oh ja. Ja. Aber läuft hier. Ja, kenne ich. Geiles Ding. Ja. Meinst du Z-Rock? Ach, Rock, ja. Ja, auch eine schöne Nummer. Ja, aber die Nummer, die du hier bei mir rausgezogen hast, ist schon ein großer Klassiker. Ich meine, gut, ich habe da sehr viele von diesen Sachen drinstehen. Da stehen aber auch ein paar Sachen drin, die, sag ich mal, schon sehr speziell sind, weil ich dann doch teilweise ein bisschen auch auf spezielle Sachen gestanden habe, die jetzt ein bisschen, gerade so auch diverse Bootlegs und so, die man so offiziell nicht bekommen hat, bin ich ein Fan von, wenn sie gut sind. Ja, aber schönes Ding, was du da rausgezogen hast. Ja, also wir sind, ja, ich habe zwar jetzt hier keine, sag mal so, ich habe jetzt keine Zeit, wo ich sage, wir machen jetzt die Sendung Schluss, aber die letzten Sendungen gingen immer so Stunde, das letzte Mal hatte ich drei Gäste, da gingen sie anderthalb Stunden.
Ich hab doch gerade angefangen, also was ist mit dir los? Hast du denn noch was Interessantes, was du den Leuten mit erzählen kannst? Ja, wir können eine kleine Fragerunde machen. Fragerunde? Mag denn jemand hier von den 22 Leuten, die gerade im Stream sind, an den Frank irgendwelche Fragen stellen? Kommt, Leute, hier, jetzt habt ihr die Chance. Ja, okay. Jetzt könnt ihr die ganzen dreckigen Fragen stellen, die ihr euch nie getraut habt, wenn ihr neben ihm am DJ-Pult gestanden habt und schon mal auf dem Handy den Track rausgesucht habt, um ihn dann hinterher, hast du den, kannst du den mal spielen? Ich mach die Hose schon mal auf. kennst du die, ich meine, du hast garantiert auch jede Menge solcher Situationen, wo du am Auflegen bist und die Leute ankommen und dann das Unmöglichste in diesem Moment von dir wollen. Hast du da eine Story parat? Ja, zum Glück beim Bärchen auflegen ist nicht so, aber ich habe in Kroatien aufgelegt in dem Club. Das ist ja schon Ewigkeiten her, schon 15 Jahre her oder so. Und ich war da gerade übelstes Techno am Ballern. Und da kommt da auf einmal so ein Mädel halt und die sagt so, kannst du irgendwie was von Ricky Martin spielen? What? Ja, ja. Und ich so, warte mal 5 Minuten, mach ich gleich. Natürlich nicht, weißt du? Und dann habe ich einfach weitergeballert und dann kam die dann irgendwann und sagte so, ja, meine Freundin und ich, wir warten jetzt schon seit ein paar Minuten, du wolltest doch irgendwie was von Ricky Martin spielen. So, ja, warte mal, komm gleich. Und so habe ich die immer so immer weiter so nach vorne geschoben und natürlich habe ich den Scheiß natürlich nicht gespielt. Aber ja, ich überlege, was gab's denn noch so, also gut, so komische Musikwünsche hatte ich halt schon immer gehabt. Also wenn du, ganz früher hatte ich das auch ganz oft, ne, so dieses typische, wann spielst du denn mal Hip-Hop? Ja, das war so. Ja, das hatte ich, glaube ich, einmal gehabt bis jetzt. Aber der Klassiker ist immer, ey, ja, was? Ey, Frank, komm mal her. So, ja? Ey, ich bin auch DJ, lass mal Übergang machen. Oh, ja, die Experten. Ah. Ja. Die hatte ich auch schon mal gehabt. Aber ansonsten so, was ich überlege gerade, ich habe einmal in Leipzig, glaube ich, aufgelegt. Das war so ein Disco-Komplex gewesen, so ein altes Gebäude. Die hatten, glaube ich, 6 Floors gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Location hieß. Die hatten auf einem Floor, glaube ich, Drum Bass gehabt. Auf dem anderen Floor haben die House gehabt. Dann auf dem anderen ein bisschen kommerzigere Musik. Und die anderen 2 Floors waren mehr so Hip-Hop und R&B. Und dann ein Techno-Floor. Und der Techno-Floor war halt im obersten Stockwerk. Und die haben mich vom Hotel abgeholt. Und die haben mich dann halt zur Location gebracht. Die Location brechend voll. Das war mega. Da waren so viele Leute. Ich so, geil, ey, das wird ja heute ein mega Abriss, ey. Und dann laufen jetzt so durch die Party. Ich krieg so die ersten Drinks halt spendiert vom Veranstalter. Wir kommen so ein bisschen in Stimmung. Dann sagt er so, ja, komm, lass uns mal jetzt hochgehen zu deinem Floor und so. Ist so, alles klar, komm, lass mal hochgehen. Und dann fahren wir so mit dem Fahrstuhl nach oben. Und dann kommen wir da so raus auf den Techno-Floor. Die Fahrstuhltür geht so auf. Ich dachte so, okay, was ist denn hier los, ey? Keine Sau, Alter. Der ganze Floor war komplett leer. Da stand ein Typ stand vorne beim DJ vor der Bühne von dem Resident DJ und war da übelst am Abfeiern. Ein einziger. Und ich dachte noch so, Alter, ich hoffe, dass da nachher noch ein paar mehr Leute kommen, weil unten war ja die Hölle los. Und er so, ja, Logo, die kommen gleich noch alle hoch. Wir haben ja gerade erst die Türen aufgemacht. Ich so, okay. Und dann gehe ich so in den Backstage von der Bühne und dann haben wir halt ein bisschen was getrunken, ein bisschen gequatscht. Und dann muss ich dann irgendwie von 1 bis 4 spielen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ich laufe dann so raus, dann wieder Richtung Bühne. Und ja, immer noch diese eine Person, ja. Scheiße. Der stand halt da vorne und hat halt übelst abgerockt, ja. Der war klatschnass geschwitzt, der hat gefeiert wie 500. Der hat mega Stimmung gemacht. Da habe ich gedacht, gut, scheiß drauf. Ey. Da habe ich gesagt, komm, machen wir mal hier eine Runde für alle hier Jägermeister auf meine Kosten. Ja, es war ja nur einer da. Und dann hab ich mit dem Typ da irgendwie, ich habe halt aufgelegt und der hat die ganze Zeit getanzt. Und wir haben halt zusammen die ganze Nacht, wir haben mein Set halt Jägermeister gesoffen und hatten mega Spaß gehabt. Ja, wir waren zu zweit auf dem Floor. Manchmal kamen also 2, 3 Leute kurz rein, sind wieder weggegangen, ja. Der Rest war halt unten gewesen. Unten mega die mega Party, aber oben war es halt leider ein bisschen für den Arsch. Bescheiden, ne?
Aber ganz ehrlich, wir hatten mega Spaß gehabt. Er und ich, wir haben gefeiert wie die Sau, ja. Also es war echt geil. Aber ich glaube, so Erfahrungen musst du als DJ auf jeden Fall mal gemacht haben. Ich kenne das auch. Ich habe da auch schon so Stories gehabt, auf jeden Fall. Ja, weißt du, als ich dann in dem Moment, wo ich rausgekommen bin, da habe ich nur gedacht, weißt du, behalt die Kohle. Ich bring mich ins Hotel, ich will einfach nur sterben. Aber dann kam der Typ und sagt so, der Moment, wo ich dann da oben stand, er sagt so, Frank, wegen dir bin ich hier. Und dann dachte ich so, okay, alles klar. Mission, let's go. Und dann habe ich mit dem halt Party gemacht. Aber am Ende war es dann richtig geil gewesen. Wahrscheinlich war das auch der Alkoholpegel am Ende dann, der dafür gesorgt hat, dass das Ganze natürlich mega sagt, war. Klar, es gibt immer so Situationen, die kann man sich schön saufen. Ja, das stimmt allerdings. Naja, aber gut, auch er hat seinen Eintritt bezahlt, um mich zu sehen. Also er hat auch das Recht, mich auflegen zu sehen. Also aber da muss man schon mal sagen, es hätte DJs gegeben, die wären rumgetreten und gesagt, ich spiele nicht. Also jetzt gegeben. Die gibt's auch, natürlich, klar gibt's die. Aber nicht der Frankie. Der Frankie ist ja von der Street, ja, von der Hood. Der kennt es ja nicht anders, als vor drei Leuten aufzulegen. Was war denn dein Größtes, wenn du mal zurück überlegst? Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre unterwegs, auch irgendwie weltweit, ne? Ja. Was ist so dein Größtes gewesen? Weißt du noch? Fünf Leute. mein Größtes, also wie gesagt, mein Kleinstes hatten wir gerade. Das war mein intimstes, kleinstes Event. Mein größtes, muss ich schon sagen, war. Meinst du jetzt vom Floor her oder vom Festival an sich selber? Vom Floor her wahrscheinlich. Ja, ich sag mal so, vor wie vielen Leuten, also praktisch so. Also das größte war dann, also das größte Festival, was Gesamtkapazität hatte, war Tomorrowland. Aber das Größte jetzt auf dem Floor mit Besuchern auf dem Floor selbst waren gewesen, glaube ich. Das war Monegros in Spanien, wo die damals auch die große Bühne gehabt haben, Open Air. Lass mich lügen, es waren, glaube ich, um die 15.000 Leute gewesen. Holla die Waldfee. Ja, ordentlich. Und dann, ja gut, dann kommt ja noch die Love Parade dazu. Wir hatten ja noch einen Truck auf der Love Parade gehabt. Damals mit meiner Frau hatten wir ja Enhanced Music gehabt, die Booking-Agentur, beziehungsweise Bookings. Wir hatten die damals Bullshit-Bookings genannt, weil viele Leute gesagt haben, dass Hardtech nur Bullshit ist. Und ich sag, gut, dann lass uns eine Booking-Agentur starten, die Bullshit-Bookings heißt, um die Bullshit-Musik zu verbuchen. Und dann hatten wir damals auch einen Truck auf der Love Parade gehabt, in Dortmund war das noch, wo das dann in die Dortmund-Düsseldorf-Ecke geschoben wurde, von Berlin weg. Ach ja, ja. Da, keine Ahnung, wie viele Leute da waren, die konnte ich jetzt natürlich nicht zählen, hatte ich die Zeit nicht dafür, aber Monegros waren es um die 15.000 Leute gewesen, diese Open-Air-Area. Ja. Was ich so, weil du das gerade sagtest mit Bullshit und so weiter, man hat das ja immer so ein bisschen, es gibt immer so, dass gewisse Genres belächelt werden. Es ist aber auch immer so gewesen, dass jetzt zum Beispiel, was den richtig harten Sound angeht, ich meine, das Hardtechno von vor über 10 Jahren ist ja nicht das Hardtechno, was wir heute kennen, ne? Obwohl es heute auch Hardtechno heißt. Und ich habe so eine Theorie und vielleicht kannst du sie mir vielleicht bestätigen, ob ich da richtig liege, aber ich habe so das Gefühl, dass in der elektronischen Musik so ein harter Sound aller paar Jahre kommt, einen großen Hype erfährt, dann wieder abflaut, verschwindet für eine Zeit und dann irgendwann wieder unter einen neuen Namen kommt. Also wenn ich jetzt zurückdenke, war zum Beispiel Anfang der 2000er die Schranzwelle. Das war ja so das erste dicke Ding, wo ein Sound durch die Decke gegangen ist, der für viele ja auch nicht kompatibel war. Die gesagt haben, boah, das geht gar nicht. Aber der Sound hat damals gerade unheimlich viele junge Leute angesprochen. Und ich kann mich noch an diese Zeiten mit hier, es ist Freitagabend im U60 und so erinnern, wo also der Laden so übervoll war mit jungem Publikum und dann irgendwann ist das verschwunden, diese Schranzgeschichte. Es wurde wieder normaler, es gab wieder eher so richtigen Techno, wie man auch aus den 90ern kannte, bisschen weiterentwickelt, sag ich jetzt mal. Dann kam aber wieder so eine Welle mit, nämlich wo man schon auch sagte Hardtechno. Ne? Da wart ihr ja mit dabei bei dieser Welle. Und jetzt momentan gibt's wieder so eine Welle, wo auch als Hardtechno beschrieben wird und dann ist da aber sowas wie Frenchcore und so ein Kram dabei oder so. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Ich
Ich weiß nur, dass die zum Beispiel hier in Frankfurt die hart Bock drauf Jungs da die Fahne hochhalten und auch der Sonic Warrior mit seiner Hard Impact, der macht ja auch noch diese Tech-Sachen und so, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber momentan ist da wieder so, dass das gerade wieder rockt bei den jungen Leuten. Mal gucken, wie lange das anhält. Aber würdest du das genauso sehen, dass das so funktioniert? Mit dem Auf und Ab? Also das habe ich auf jeden Fall in den ganzen Jahren natürlich auch so miterlebt, dass es halt gut, bei mir war halt jetzt der Vorteil gewesen, ich war natürlich international gebucht, also ich habe halt von diesen Hard-Techno-Flauten wenig jetzt, sagen wir mal, mitbekommen. Zum Beispiel, ich habe hier halt in vielen Ländern gleichzeitig gespielt, jeden Monat. Also ich war in Spanien, Italien, Südamerika, Tokio und was auch immer, ich war halt überall. Und dann war ich eine Zeit lang vermehrt in Spanien, dann war ich eine Zeit lang vermehrt in Deutschland, dann war es in Frankreich wieder mehr hip gewesen, dann war es in Kroatien, Slowenien wieder größer gewesen, dann in Südamerika. Also man ist dann quasi über die ganzen Jahre immer dahin gebucht worden, wo es halt immer... wo gerade der Peak war. Genau, wo gerade der Peak war. Aber man konnte schon beobachten, das stimmt schon, wie du sagst, das Hardtechno ist halt immer dann für ein paar Jahre wirklich... dominant da gewesen, aber dann halt irgendwann mal dadurch, dass es wahrscheinlich vielleicht zu eintönig irgendwann geworden ist oder halt zu wenig Nachschub kam oder neue Kreativität, keine Ahnung, woran das jetzt wirklich lag, ist es halt wieder eingebrochen und es war halt in Deutschland extrem zu sehen. Es ist halt immer da gewesen, dann wieder eingebrochen, dann wieder da gewesen, wieder mit einem etwas anderen Namen und das, was du jetzt meinst mit diesem Hard Tech oder Tech, jetzt wie bei Hard Bock drauf, das ist dann im Prinzip, das ist ein neuer Style, der ist auch in Spanien dann irgendwie dann an die Spitze gekommen nach Hard Techno, der nennt sich Hard Tech. Mhm. Das ist im Prinzip so schnell wie Hard Techno, teilweise sogar noch 10 bis 20 BPM schneller, aber von den Sounds her ist ein ganz anderes Sounds, die da halt genommen werden. Es klingt halt viel cleaner, also in meinen Augen sogar viel zu clean. Mhm. Und ich konnte mich mit dem Hardtech nicht wirklich immer anfreunden. Also klar, es gibt den einen oder anderen Track, da sage ich, okay, ist cool. Ich habe sowieso Respekt für alles, was existiert und alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber es muss ja nicht heißen, dass ich auch alles mögen muss. Ich habe Respekt für alles. Aber wie gesagt, jetzt ist halt das Hardtech so ja. Das neue Ding. Du hast ja auch viele bekannte Künstler im Hardtech-Bereich aus Deutschland. Zum Beispiel hier BMG sind ja, sehr bekannt in dem Bereich, Minobrain und so weiter. Die kenne ich ja auch alle von ganz früher noch. Wo wir alle zusammen noch in der gleichen Agentur zusammen halt Musik gemacht haben und so. Also das ist jetzt, alles kommt und geht halt und jetzt ist halt Hardtech, jetzt ist halt denen ihre Zeit auf jeden Fall mit dem Hardtech, mit der Hardtech-Mucke und ja, und es funktioniert ja auch. Ja, und ich gönn's ja. Ja, ich bin ja auch froh, dass es Leute gibt, die das machen. Weil ich möchte es nicht machen, weil ich mit der Musik nicht klarkomme. Ich habe meine Hardcore- und Gabba-Zeit habe ich in den 90ern hinter mich gebracht. Ach du, Hardcore und Gabba. Im Dorian Gray beim Andy Dix. Der hat freitags immer, hat er ja dann ab 4 Uhr morgens, dann hat er immer die harten Sachen rausgeholt, die so Mockum und Terror-Tracks. Ganz kurz, Dorian Gray. Warte, Dorian Gray. Dorian Gray. Da muss leider mal ganz kurz ein kleiner Mittelfinger raus an Dorian Gray. Oh, oh, was ist denn da los? Aber nicht an den Club, sondern an den Türsteher. Oh. An den Türsteher. Weil ich war damals, hat er mich nicht reingelassen. Oh, du hast ich wollte unbedingt ins Gray. Ich wollte unbedingt fürs Oben, war ich leider zu jung. Und habe ich mir halt gedacht, gut, ich probiere es einfach im Gray. Und dann, ich wollte gerade reingehen, hat der Türsteher mich zurückgezogen. Ich so, was ist denn? Er so, nee, heute nur Stammpublikum. Ich so, Alter, wie soll ich denn Stammpublikum werden, wenn ich hier gar nicht reinkomme? Ja, und dann deswegen, also der Mittelfinger war nicht fürs Gray gedacht, sondern für den Türsteher. War das der Typ mit dem Igelschnitt, der ausgesehen hat wie Ivan Drago? Nee, der stand daneben. Aber jetzt, wo du sagst, nee, stimmt. Bei mir war es ja so, ich war ja freitags schon Stammkunde gewesen. Ich bin ja freitags so mit meinen Leuten dort regelmäßig hingegangen. Hab irgendwann auch im Ehrenbargo vorne in diesem kleinen Raum, wo man Klamotten kaufen konnte und Lollis und Kinderschokolade, alles, was der Rewe halt braucht zum Überleben. Da habe ich auch schon meine ersten Platten damals dort drehen können. Und dann wollte ich aber nicht nur freitags hin, sondern ich wollte auch Sonntag zur After Hour. Denn es war ja so, dass samstags dort erstmal so andere Musik lief. Da lief ja so von ABBA bis Zappa und Hip-Hop und das normale Zeugs, was in den Charts läuft und so. Und es war ein komplett anderes Publikum da Samstag. Und irgendwann morgens um 4 fing dann an,
die Musik zu wechseln. Ja, da hat dann Max Boon oder Kai Korell und wie sie alle heißen und Talla und alle so dann morgens angefangen aufzulegen. Und dann ging das halt in diese Techno-Trance-Richtung rein und dann wechselte auch das Publikum. So, und ich war Freitag schon Stammgast, wollte aber auch sonntags dann auf die Afterhour. Und stand dann da morgens um 10 mit der ersten, einer der ersten S-Bahnen dahin gefahren und hat auch gesagt, nee, ich war 22 und er sagt zu mir, werd mal noch ein bisschen älter. So, ey, ich bin 22, wie alt soll ich denn noch werden? Außerdem komme ich schon freitags. Das Kuriose ist, ich habe es nächste Wochenende wieder probiert und dann war derselbe Türsteher und dann hat er mich reingelassen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich nie Probleme gehabt. Ja. Ist okay. Ja, ich hab damals, gut, bevor ich meine Tricks erzähle, wie ich jetzt erstmal zu 60 gekommen bin, wollte ich noch zum Thema Max Boon noch was sagen. Ja. Zu unserer alten Frankfurter Legende. Ich habe damals bei Radio Sunshine habe ich aufgelegt. Das war noch so in den letzten Jahren, wo er noch gelebt hat. Und da war, glaube ich, die Motorola Mix Mission gewesen oder irgendwie sowas. Da, wo er irgendwie da 5 Tage am Stück nonstop DJs auflegen. Ja. Und da hat der Spoon, ich glaube, vor mir den Slot gehabt. Und ich kam halt rein in das Studio, da hat er gerade gespielt. Und dann, als er fertig war, dann habe ich dann quasi übernommen. Und der hat sich dann irgendwie dann noch mit dem Moderator unterhalten. Ich weiß gar nicht, wer war denn damals der Moderator? War das der Felix schon damals? Ich weiß gar nicht, ob das der Felix schon war oder jemand anders. Ich weiß nicht, war schon so lange her. Egal, auf jeden Fall hat der Marc sich dann mit jedemjenigen unterhalten. Und dann fange ich so mit meiner ersten Platte an. Und dann habe ich kurz so die Musik ein bisschen leise gemacht, weil ich mich mit jemandem kurz unterhalten habe, der noch auch neben mir stand, irgendwie wegen der Technik irgendwas. Und dann meint der Spoon auf einmal so, Alter, was ist denn das für eine scheiß Mucke hier? Alter, geil, ey. Das ist typisch Marc, ey. Ja. Drei Schnauze, Originale. Ich hab mich nur totgelacht, ey. Ich lieb den nicht. Ich hab den echt geliebt, ey. Und auch für den Spruch, ich kann echt sagen, geil, der Typ fand meine Musik scheiße. Richtig geil, ey. Ist schon was dran. Er war ein richtiges Original mit einer echt freien Schnauze. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Frankfurter halt, ja. Du wolltest erzählen über dein erstes Mal U60. Ach so, ja, stimmt. Damals, wie gesagt, für das Oben war ich jetzt zu jung gewesen, leider. Ich habe halt aber ein paar Kumpels und Freunde und so, die immer im Oben waren, die haben mir immer davon erzählt, aber leider habe ich es halt nie, oder ich habe mich halt nie dahin getraut, weil ich damals, wo es zugemacht hat, war ich ja erst 17 gewesen. Mhm. Selben Jahr hat er dann das U60 aufgemacht, also das Oben ging zu und dann im Akkord ging das U60 dann Meter weiter. Und ja, und ich wollte natürlich nichts dem Zufall überlassen, und da habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich mal meinen Perso. Hab damals ja noch geraucht. Und bei der Zigarettenschachtel, ja, Leute, ihr kennt den Trick bestimmt auch. Da gucken jetzt bestimmt ein paar Leute zu, die sagen, Alter, das habe ich früher auch gemacht. Da gab's halt früher die Zigarettenschachtel und da gab's auch diese Steuermarke auf der Zigarettenschachtel. Ja. Und da stand damals noch der Preis drauf. Ich glaube, damals war der Preis noch 5 Mark oder 4 Mark 80 oder irgendwie sowas war das gewesen. Und dann habe ich dann quasi die Null von der Steuermarke, weil ich mit einer Nagelschere habe ich die so rausgeschnitten. Und hab die Null genommen und hab die über der Eins von meinem Perso geklebt mit einem Streifen Tesafilm. Dann war mein Geburtsjahr nicht 1981, sondern 1980. Und dadurch, dass halt der alte Perso damals auch so diese gleichen Symbole hatte wie die Steuermarke der Zigarettenschachtel, hast du den Unterschied halt nicht gesehen, wenn du das halt wirklich anständig geklebt hast. Und dann habe ich diesen Perso genommen, hab den kopiert mit einer Schwarz-Weiß-Kopie, hab das Original daheim gelassen und hab die Kopie da mitgeführt. Und da bin ich dann natürlich zum U60 gegangen. Und die haben dann halt gesagt so, wie alt sind wir denn? Ich so, ja, 18. Also hast du einen Ausweis dabei? Alter, Logo hab ich einen Ausweis dabei. Ich hab gesagt, ich habe aber nur eine Kopie dabei, falls ich halt das Original verliere. Dass ich den immer daheim habe, halt immer eine Kopie dabei. Die kann ich aber 100 Mal verlieren. Das ist ja nicht schlimm, es kostet mich ja kein Geld. Also ja, komm, zeig mal. Ich schon ein bisschen geschwitzt, weißt du, so 3 Liter. spontan Schweißausbrüche gekriegt, zeigt ihm so den Zettel und er guckt sich so den Zettel halt an und dann ja sieht er halt, dass er halt 1980 steht und dadurch, dass es noch eine Kopie war, ist es gar nicht aufgefallen. Guckt er mich kurz an, viel Spaß heute Abend. So, geil. Und dann bin ich mit 17 dann in so 60 gegangen. Richtig geil, ey. Ja, und seitdem war ich dann halt Stammkunde im U60. Ja, und irgendwann hast du da auch regelmäßig ab und zu gespielt, ne?
Ja, das war dann ein paar Jährchen später. Also ich bin ja, glaube ich, erst... Wann hat er aufgemacht, der Club? 98 oder 99? 98. 98. Ja, 98 bin ich dann jeden Freitag in U60 gegangen, bis ich dann meine Lehre angefangen habe. Dann konnte ich nicht mehr in U60 gehen, weil ich samstags arbeiten musste. Dann musste ich dann, bin ich dann freitags nicht mehr weggegangen. Und samstags gab es in U60 ja nur noch House-Events. Da hat damals der Karotte ja noch gespielt. Ja, genau. Und dann habe ich mir halt eine Ausweichlocation gesucht, dann nach 2 Jahren, nachdem ich die Lehre begonnen habe, und dann bin ich in den Paramount Park gegangen. Rödermark. Ja, das ist jetzt natürlich kein Vergleich. Paramount Park, U60. Paramount Park war halt kommerzieller Trance. Ja, da sind wir samstags dahin feiern gegangen, bis das Spektrum angefangen hat im MTV. Richtig, das war 2001, muss das gewesen sein. Ja. Lief auch wirklich, war damals bis MTV sehr erfolgreich, lief auch eine Weile richtig gut. Und jetzt kommt eine Geschichte, die kommt einem fast schon bekannt vor. Das Ganze ist dann den Bach runtergegangen, als die Polizeikontrollen in Offenbach so krass wurden. Wir kennen das Problem ja von vor ein paar Jahren, gab es ja auch krasse Polizeikontrollen in Offenbach. Da gab es hier viel Aufschrei, weil das echt überzogen war. Mittlerweile hat sich das wohl wieder ein bisschen normalisiert. Aber damals, 2003 oder so muss es gewesen sein, 2002, 2003, ich weiß nicht mehr genau, war das schon mal so überzogen. Und das hat Spektrum im MTV dann leider das Publikum gekostet, weil die dann weggeblieben sind. Und dann ist eine sehr gute Techno-Veranstaltung im MTV damals flöten gegangen. Ja. Ja. Kann ich mich noch dran erinnern. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber diese Spektrum-Events, die waren schon krass gewesen. Also die haben da echt... eine mega, mega Szene aufgebaut. Ich bin da, auch regelmäßig gewesen. Ich habe sogar damals meine ersten Fotos für die Toxic Family gemacht. Wie hieß der Stempler? Der Josip. Ganz genau, der Josip. Und wie hieß der Chef damals von der Spektrum? Ich kenne ihn. Na? Ich komme nicht drauf. Wenn du jetzt einen Namen hast, einen Namen. Dann hat immer kassiert an der Kasse und er stand immer neben dran, hat gezählt. Sag's mal, sag den Namen. Fedi. Ach, der Fedi, ja, natürlich. Er hat's noch mit jemandem zusammen gemacht, auf den Namen komme ich aber jetzt echt nicht mehr. Ja, der Fedi war ja ursprünglich auch einer derjenigen, die den Love Family Park mit hervorgebracht haben. Bis er dann von Cosmopop gekauft wurde. Ne? Cosmopop. Genau. Und der Josip hat die Stempels verteilt. Ja, oder Josip hat auch Künstlerbetreuung gemacht, dann. Man kennt ihn, großer Kerl mit Glatze und eindringlichem Blick, aber super lieb, aber man sollte sich trotzdem nicht mit ihm anlegen. Er hat auch später dann im U60, wenn die Cocoon-Partys waren, hat er dann auch hinten beim DJ die Bar gestanden und da war das immer so ein bisschen so, dass er so ein bisschen so für die Kukunis da so ein bisschen so die Lounge war, so mehr oder weniger. Und er stand dann auch immer, hat immer geguckt, wer da rein und raus will. Ja, ja gut, der hat mir ja Dings damals im U60 hat er mir den Saft abgedreht. Echt jetzt? Der hat ja damals dann auch damals zu Matthias Krein-Zeiten und so im U60 hat er ja wo noch das alte Team quasi da war, hat er das Night Management auch mitgemacht. Und da hatte ich ja, glaube ich, eine All-Night-Long-Party gespielt. Zu Weihnachten war das, genau. Da hatte ich eine Magen-Darm-Grippe gehabt, habe mich daheim erstmal ordentlich ausgeschissen und dann bin ich nach Frankfurt gefahren, wo ich mir dachte, okay, jetzt bist du auf der sicheren Seite, jetzt brauchst du keine Windel mehr, jetzt kannst du ins U60 gehen. Und dann habe ich da angefangen zu spielen. Ich glaube, die ersten 2 Stunden ohne Kopfhörer, weil ich meinen Kopfhörer vergessen habe. Und dann hat mir ein Kumpel dann halt irgendwie noch einen Kopfhörer vorbeigebracht. Und ja, die Party, ich weiß, das war ein absoluter Knaller gewesen, ey. Das war echt mega voll gewesen. Die Stimmung war mega. Und ich habe mich halt von der Stimmung natürlich mitreißen lassen. Und hinter mir, weißt du, an der DJ-Ecke, da wo man da aufgelegt hat, da ist ja direkt eine Bar. Ja. Das bist du quasi direkt an der Quelle, wenn du da auflegst. Ja, ja. Und da hat damals der Patrick gearbeitet, der jetzt in der Schweiz wohnt. Falls er das irgendwann mal sehen sollte. Hi Patrick. der hat mit mir damals echt ein gutes Fass aufgerissen. Also wir haben, glaube ich, zusammen, er und ich, 1,5 große Flaschen Jägermeister platt gemacht in der Nacht. Alleine, oh yeah. Also wir beide. Dann meine Frau damals, sie hat halt Wodka
getrunken und immer wenn sie nicht hingeguckt hat, habe ich immer das Getränk weggenommen und habe das schnell auf Ex leer getrunken, habe das leere Glas hochgestellt. Ja, die hat sich dann immer gewundert, wo dann immer das Getränk hingegangen ist, weil ich habe dann immer weiter aufgelegt, als wäre nichts gewesen. Aber wir hatten echt eine mega Nacht gehabt, ey. Und ich hatte ja damals, ich glaube, 5 oder 6 von diesen Verzehrzetteln zu jeweils 50 Euro komplett leer gemacht, voll gemacht und damals ging das noch. Ja, damals ging das noch und gut, wir waren ja halt noch jung gewesen und ich konnte halt wirklich zu dem Zeitpunkt halt nicht aufhören aufzulegen. Und der Josip kam dann halt irgendwann mal morgens und hat halt gesagt, Frank, ist gut jetzt. Ja, ja, einer noch. Ja, man kennt es. Erstmal vielen Dank Elektrodisco für die Donation. Vielen, vielen Dank. Gibt hier, ich habe so ein Spendendings, da können die Leute mir auch live hier jetzt was spenden, wenn sie wollen. Und dann wird das eingeblendet und das ist gerade passiert. Wer die Sendung übrigens von Anfang an sehen möchte nochmal und auch die anderen 3 Sendungen, die es schon aus dieser Serie hier gibt, der kann bei mir auf dem YouTube-Kanal gucken, da ein Abo dalassen und dann verpasst ihr nichts mehr. Momentan mache ich das hier noch auf Facebook, aber ich werde wahrscheinlich mal gucken, irgendwann auch von Facebook mal wegkommen und das dann vielleicht über Twitch oder über YouTube machen. Aber momentan kennt man leider noch die meisten hier auf Facebook, auch wenn Facebook eine furchtbare Plattform geworden ist. Du als Künstler mit wie viele Fans hast du auf deiner Fanseite? Ach, jeden Tag immer weniger, also keine Ahnung, ich glaube. Mittlerweile sind es, ich weiß nicht, 60.000 oder so, keine Ahnung. Hast du mal hochgerechnet, was du für eine Reichweite hast, wenn du es nicht bewirbst? Also ich habe es mal bei verschiedenen Webs, also ich habe verschiedene Fanseiten, wo ich Zugriff drauf habe und habe mir das mal so durchgeguckt und man kommt ungefähr so auf 1%, was man an Reichweite hat, von dem, was man an Fans hat. Wenn man jetzt. Ja, das stimmt. Also man kommt circa auf 1-4%. Je nachdem, du kannst auch mal Glück haben, ne, dass irgendwas ein bisschen mehr Beachtung findet, aber ist schon erstaunlich, wie sehr Facebook die Reichweite drückt und dich aber dann in jeder Sekunde in der Timeline erinnert, hey, guck mal da, hier, guck mal, da ist ein Beitrag, der ist 95% erfolgreicher als deine anderen Beiträge. Bewirb ihn, dann wird er noch erfolgreicher. Es ist so nervig einfach nur. Ne? Es ist so, also das ist wirklich so, wie als wenn du über den Markt läufst, ja, und die ganze Zeit hängt dir so einer hinten am Rockzipfel und zupft immer so und sagt, wollen du kaufen? Ja, das ist, guck mal, hier Hannibal Smith hat mich gerade auf YouTube abonniert, das freut mich sehr. Sehr gut, sehr gut. Ja, oh Frank, sehr, sehr witzig mit dir. Hast du noch irgendeine coole Story, die du noch raushauen magst, bevor wir die Leute ins Bett schicken? Hast du noch irgend so, also wir haben ja bei Radio X, warst du eigentlich schon, doch, du warst einmal bei Radio X bei uns, ne, bei uns in der Sendung, auf schon länger her, glaube ich, ne, da hast du noch in Deutschland gewohnt. Das war, glaube ich, noch ganz am Anfang, kann das sein? Ich warte, ja, warte mal, Radio X, warte, ja, stimmt. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ja, wir hatten ja, also bei uns hat sich jetzt so eingebürgert, dass wir bei unserer Sendung immer 2 Standardfragen haben. Die eine ist, dass du etwas Lustiges, Kurioses oder irgendeine durche Geschichte erzählst, die dir so einfällt, die irgendwie zum Schmunzeln ist oder die irgendwie, also der Johann sagt dann immer, mein Co-Moderator, der sagt dann immer, ja, hat ja jemand auf die Schuhe gekotzt oder so oder unterm DJ-Pult eingeblasen. Ja, so irgendwelche solche durchen Stories. Hast du da noch eine Parade, die du raushauen kannst? Jetzt gerade, wo du kotzen sollst. Ja, da fällt mir zum Beispiel. Diese Nacht im U60, wo ich halt die ganze Nacht aufgelegt habe, da hatte ich ja am nächsten Tag ein Booking in Slowenien gehabt. Ja. Und ich bin ja nach dem Event im U60, als Josip mir den Strom abgestellt hat, weil ich nicht aufhören wollte, bin ich dann ins Hilton dann gegangen oder gegangen worden quasi, getragen worden. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte glaube ich einen Flug von Frankfurt nach Slowenien, ich glaube mittags um 1 oder so. Und ich bin glaube ich um 10 ins Hotel gekommen, stockbesoffen. Und ich bin erstmal aufs Klo gegangen, habe erstmal gekotzt wie ein Weltmeister.
Und dann bin ich ins Bett gefallen, wie ein Stein. Bumm. Eine halbe Stunde später musste ich schon wieder aufstehen. Also wurde ich eine halbe Stunde später wieder geweckt. Bin dann zum Flughafen gefahren und kannst dir vorstellen, wie es mir dementsprechend ja noch ging. Bin nach Frankfurt zum Flughafen gefahren, bin in den Flieger gestiegen und dann sind wir losgeflogen Richtung Ljubljana. Und wir haben gerade die Reisehöhe erreicht und die Anschnallzeichen gehen aus und ich habe mir gesagt, Alter, ich muss aufs Klo, ey. Ich bin aufgestanden und dann bin ich Richtung Toilette gegangen und es war schon leider einer auf dem Klo gewesen und mir stand schon bis hier oben, bis hierhin, ey. So, scheiße, ich muss aufs Klo. Und dann ist der Typ endlich raus, ich habe den zur Seite gedrückt und bin aufs Klo reingegangen. In dem Moment, wo ich die Tür zumache und das Schloss umdrehe und mich umdrehe Richtung Toilette, kommt die braune Jägermeister-Soße rausgeflogen und ich habe erstmal die ganze Toilette von dem Lufthansa-Flieger tapeziert. Oh mein Gott. Alter, ey. Ah, das sind die Geschichten, die wir hören wollen, Frank. Sehr schön. Ich glaube, damit können wir echt sagen, wir haben jetzt alles erzählt. Sehr geil. Frank, vielen Dank, dass du hier für diesen Spaß zu haben warst. Das hat mich sehr gefreut. Das wiederholen wir irgendwann mal. Ich werde mal gucken, wenn ich die nächste Zeit hier reinhole. Ich will auch noch hier deinen Kollegen Sven Wittekind mal anfragen. Der hatte mir schon mal zugesagt, hatte ich eine andere Idee hier so mit Couch-Interview und so. Und da wäre auch dabei. Aber das macht er garantiert auch. Ich frage ihn mal und mal gucken, wen wir hier noch reinkriegen. Aber das war sehr, sehr nice. Und ich habe jetzt zum Schluss, bevor ich die Leute jetzt ins Bett schicke, habe ich zum Schluss immer noch so ein Goodie. Ich habe immer noch so ein süßes Betthupferl mit irgendwas Süßem, also Tier meistens, ja, weil... Ja, Frank, ich sag schon mal vielen, vielen Dank. Genau, grüß nochmal hier deine Fans da draußen. Und ich blende dich jetzt mal aus und dafür gibt es jetzt noch das Gute Nacht Bad Hopeful. Oh, da ist jemand müde. Oh. Gut, ihr Lieben. Dann, wenn ihr die Sendung nochmal komplett sehen wollt, wie gesagt, auf YouTube könnt ihr das machen. Vielen Dank fürs Zusehen und warte mal, eine Frage haben wir verpasst, Frank. Eine Frage haben wir verpasst. Und zwar hier oben stand sie. Die müssen wir jetzt, also wir haben ja gesagt, die Leute sollen was fragen. Hier, der Peter Pan hat gefragt. Frank, welcher Fußballverein ist der beste Verein der Welt? Ja, da gibt's natürlich nur einen. Der Stern des Südens, Bayern München. So, wir müssen gehen. Macht's gut. Ciao, bis demnächst. Und wir sind raus. Ciao.